Wir haben alle auf diesen Moment gewartet. Und endlich ist sie wieder da. Kristin Stephenson-Pino! Woo! Yeah! Welcome back, girl! Guten Tag, Deutschland! I'm so excited to be back here with you all in Germany. And let's get my show started! Woo! Jahr haben Sie und wir drauf verzichtet und wir feiern jetzt die Rückkehr von Kristin. Und das mit einer Schnäppchenshow, wie Sie sie noch nie gesehen haben, 90 Minuten lang. Egal was jetzt kommt, kostet 5 oder 10 Euro, lassen Sie sich mit uns überraschen, was kommt. Und ich bin gespannt, wie die Schnäppchenjagd losgeht. Und wir fangen an mit einer kompakten USB-LED-Tisch- und Wanduhr. 7 Segmentziffern, 2 Farben und hier kostet das Produkt nur 5 Euro. Genial, das ist also ein schönes Produkt zum Anfang. Liegt's gut in der Hand? Ist es schön? Ja, das jetzt ist es geht aber um die Uhr, nicht um die Powerbank. Das ist die Stromversorgung. Ja, die ist auch recht schön, aber nur um Missverständnisse zu vermeiden. Diese wunderschöne LCD-Uhr, die Sie jetzt über ein Netzteil oder über eine Powerbank betreiben können, um die geht's. Und die ist ja richtig stylisch. Genau, ja. Also, it's a digital watch. It's a nice deco article. Schönes Deko-Element. Gefällt es dir? Do you like it? I love it. I also love that it has like a portable battery. That's not part of the product, but the product itself is. It's beautiful, right? It's such a nice deco element, but it's the time always accurate, stylish, cool, a Lunatech brand. Good opener, no? Schöne Öffnung. That's a great opener. Really nice. So that we're always on You're time. On time. Perfekt, super nice. Sehr, sehr schön. Ja, 5 Euro kostet diese schöne digitale Uhranzeige in Weiß. Das sieht richtig hochwertig aus, ja, ne? Ja, super. Ich glaube, das ist cool, das Display ist so groß. Du kannst sofort sehen, wie spät es ist. Ja, einfach für 5 Euro. Das ist super Uhr, ja. Und ja, sehr, sehr modern, sehr stylisch. Also einfach top. Jetzt muss ich sagen, die Jungen sagen modern und stylisch. Also ich bin derselben Meinung. Ich finde auch, wir Älteren haben natürlich Geschmack und das ist absolut up to date, wie man heute neudeutsch sagt. Also voll im Trend. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, in der Küche zum Beispiel als Küchenuhr, ja, weil man es immer so deutlich sieht. Oder dann natürlich auch im Jugendzimmer. Ich finde das toll. Ist die dimmbar? Das würde mich jetzt noch interessieren. Also dann würde ich nämlich sagen, auch für Schlafzimmer. Die Fakten. 4 gut ablesbare 7-Segment-LED-Ziffern, ja. Dimmbare Helligkeit in 2 Stufen. Wunderbar. Das heißt also auch, nachts kann man sie ein bisschen dimmen. Dann ist es nicht so, das ist sehr diskret. Also ich bin hin und weg, es ist richtig schön. Der Stand ist auch inkludiert und man hat einen automatischen Nachtmodus. Also das ist diese zweite, bisschen gedimmte Stufe, damit es nicht beim Schlafen stört. Wahlweise hat man, oh nee, jetzt ernsthaft, weiße und rote LED-Beleuchtung. Also man hat auch noch die Möglichkeit, auf rot umzustellen. Wow. Und das für 5 Euro, das ist ja der fantastische. Und weißt du was, Wecker ist auch dabei, damit man keine Sendung verpasst. Ne? Ganz wichtig, Schlummerfunktion. It has a snooze button. Do you like a snooze button? Magst du snooze button? Oh yes. Wichtig, ne? Yeah, you need the snooze button. Ganz wichtig. Give yourself a little bit extra time. How often do you snooze? Also ich muss sagen, jetzt finde ich... Maybe always 3 times. 3 times. 3-mal snooze für Kissen. Jetzt finde ich es richtig interessant. Schaut ihr mal, oben müsste eine Taste sein, um in die rote Farbe umzustellen. Das gefällt mir besonders gut. Jetzt sehen wir das Weiße. Hast du es gefunden? Das ist der Wecker. Das ist der Wecker. Und irgendwo muss eine Taste sein, um auf rot umzustellen. Und das finde ich also schön. Das ist ein bisschen... Das ist der Wecker, genau. Also sehen wir, wecken können wir, das haben wir auch. Und es gibt, glauben Sie mir, steht auch in der Beschreibung dabei, eine Taste, wo man eben auf das Rotlicht umstellen kann. Mensch, und jetzt noch diese Option mit 2 Farben. Schick. Ich hätte hier jetzt ohne Probleme 25 bis 30 Euro. Also 20 Euro wäre ich locker dabei, habe ich auch schon so gesehen. Es ist richtig schön. Fragen, dass du kannst da ist es. Guck mal. Ich weiß es auch nicht. Guck mal, Kristin hat es aufgehoben. Ah, okay, Kristin hat das geklappt. Super. Guck, also, siehst du, ist ja gar nicht schwer. Es gibt nur 3 Tasten, du musst nur die richtige drücken. Wow. Aber das, also das ist jetzt für mich der Highlight. So finde ich es richtig klasse. Genau. Ja, das sieht super aus. Alle Möglichkeiten. Ja. Und man kann es auf 12 Stunden Anzeige oder 24 Stunden Anzeige. 3 Bedienknöpfe an der Oberseite, also müssen Sie keine Bedienungsanleitung lesen. Ist ein richtig cooles Intro-Produkt, muss ich sagen. Hast du gut
gemacht, Kristen. Well done for the first product. It really rocks. Dankeschön. Sehr schön gemacht. Findest du nicht auch cool, Diana? Ja, klar. Ich glaube, das sieht super aus. Ich liebe diesen roten Licht. Für mich, das ist super. Für 5 Euro müssen wir alle bestellen und schnell sein. Man kann das hinhängen und noch hinstellen, wie Sie mögen. Also, ne? NX 4781 und die 569 ist die Bestellnummer zu diesem wunderbaren Eröffnungsprodukt. Eine wunderbare digitale Anzeige der Uhrzeit. Können Sie gerne auf Rot oder auch dimmen in Weiß. Wecker dabei. Snooze-Tasse. Wie oft snoozt du denn? Wenn ich mal den Wecker stelle, ich habe so eine innere biologische Uhr. Ich wache eigentlich 5 Minuten auf. Spätestens 5 Minuten vor dem Wecker. Also meistens mache ich den Wecker aus, ja, bevor er überhaupt klingelt. Ich bin also die Nachtigall. Es gibt ja die Nachtigallen und die Eulen. Ja. Ich gehöre zu den Frühaufstehern, was manche Leute gar nicht nachvollziehen können. Und wenn Sie nicht zu den Früheinschaltern gehören, sondern jetzt 5 Minuten zu spät eingeschaltet haben, haben Sie immer noch alles richtig gemacht. Sind Sie um 90 Minuten Zeit, ein Schnäppchen sich abzugreifen zu einem unglaublichen Preis. Und das Ganze zur Feier des Tages, weil Kristen nach einem halben Jahr in Amerika wieder zurück ist bei uns bei Pearl TV. Und es geht auch gleich weiter mit dem nächsten Schnäppchen. Alles, was Sie sehen, 5 oder 10 Euro. Jetzt sind wir bei einem 10-Euro-Produkt und wir haben... Oh, it's so cute! Oh my goodness! Das ist der Wahnsinn. Jetzt ein tragbarer, kleiner Ventilator. Das ist schön. Man hat da auch so ein... ist das schön. Es ist tatsächlich ein mobiler Akku-Luftkühler mit 3-stufiger Ventilation, Nachtlichtfunktion, 5 Stunden Laufzeit im Akku, Direktstrom natürlich unendlich. Und das ist Wind nach dem Geschmack. Und jetzt, also wir haben es heute schon gemerkt, bei uns heute im Studio Temperaturen, die an die Grenze gehen. Ja? Und wir haben immer noch Frühling, wir haben noch lange nicht Sommer. For you, honey. Also sowas ist natürlich perfekt. Das ist super, honey. Thank you. Jetzt viele Leute auch arbeiten im Homeoffice, ja, und du kannst nicht diesen Konzentration haben, ja, also du musst immer ein bisschen frische Luft haben und ich glaube für 10 Euro, wir haben nicht so Ventilator gehabt, super toll. Ja. To be honest, your second product is really pretty too. Das zweite sieht auch genial aus, also wirklich nochmal richtig schön, do you like it? I love it, I love how it's so portable and you can take it anywhere you go. Yeah. Yeah, I like the little like handle, right? Is it cute? It's so cute. Es ist echt süß vom Format, schön konzipiert. Luft to go mit der kleinen Lasche hier. Richtig süß. Man hat 3 Stufen. Hier oben sind so 2 Knöpfchen. Ich weiß nicht, ob Sie sehen können. Und dann haben Sie 3 verschiedene Windstärken. Also Wahnsinn. Richtig cool. Wir schauen mal auf Pearl.de zusammen, oder? Ja, und gleich haben wir noch eine Besonderheit. Aber da sehen wir den Preis auf Pearl.de. 21 Euro, jetzt für 10 Euro. Und es ist nicht nur ein Ventilator. Es ist ein Verdunstungsluftkühler. Denn hier hat man die Möglichkeit, ganz einfach auch einen Luftkühler durch Befeuchten der Blättchen eine Luftkühlung zu erreichen. Und irgendwo müsste auch noch ein Lichtschalter sein. Ja, hier steht noch was von Nachtlicht. Sagen, ja. Ja? Ja, das sieht super aus. Auch für zum Beispiel für Frauen, für diesen Badezimmertisch, für Kosmetik. Oder für sieht fantastisch. Auch wenn machen Frauen Make-up, das ist auch sehr, sehr heftig. Ja. Wenn du verschwitzt bist, geht das ja nicht. Weil das macht keinen Sinn, diesen Make-up. Also ich sage Ihnen das noch die Bestellnummer. Super. Die NX6465 und die 569. Und da sehen Sie, natürlich ist dieser kleine Nachfüllbehälter dabei. Da ist der Wassertank. Und dann wird die Kühlleistung des Ventilators nochmal durch Verdunstungskälte hier erheblich erweitert. Also Büro, Gartentisch, unterwegs, überall für 10 Euro ist das natürlich ein Top-Preis. Ja, ein super Produkt, auch hier auf Platz 2 direkt, sag ich jetzt mal, ne, zweite Startnummer sozusagen. Really nice product. Schön. Aber bevor wir zum nächsten Produkt kommen, habe ich jetzt mal eine Frage, Kristen. Was hast du denn die letzten 6 Monate gemacht? What have you done the last six months in America? A lot. Other than get ready to come back here? No? Sie hat sich nur hier schön auf uns vorbereitet. Das ist meine solide, professionelle Antwort. Das ich bin busy. Yes. Ja, sie war sehr beschäftigt auf jeden Fall. So, was haben wir jetzt? Irgendwas für den Haushalt? Wir machen sauber. Wir machen richtig schön sauber. 2 von diesen Pads sind dabei, ne? Hier einfach you Baguette auf.
Genau, es ist, pass auf, es ist ein Fodenwischer mit Abstreifer. Da sehen wir gleich noch einen Abstreifer integriert. Dreiteiliger Stiel, 1,22 Meter Länge, zwei Wischpads sind dabei. Du, und sowas sieht man doch oftmals in Haushaltsgeschäften für 25, 30 Euro. Ja, hier mindestens. Haben wir es für 5 Euro. Das ist natürlich enorm. Den Abstreifer, den finde ich auch sehr praktisch. Ja, ja, ich muss mal gerade mal hier, Frau Technik, muss erst mal verstehen, wie sie es am besten... Andersrum nach oben, guck mal, ja, warte mal. In diese Ausbuchtung. Okay. Hier ja, das verstehe ich schon, aber jetzt muss ich ja den Griff... Ah, jetzt muss ich ein bisschen so... Ja. Fleißig schon, ja. So putzt. Aber das macht man geworden. Einmal anpassen und dann kannst du es immer perfekt auswringen. Das heißt, Sie müssen es nicht mit der Hand machen. Sie kommen nicht in Kontakt mit diesem ganzen Wasser, was man nicht gerne anfasst. Und Sie haben immer auch einen schön trocken, ausgewrungenen Pad. Wie nennt man Pad auf Deutsch? Sie haben Englisch now too. Ja. Hier so ein Pad. Der Mitarbeiter hat sich das, der Name Pad. Pad hat sich bei uns zwei auch, Pads sind ja, inkludiert. Wischpad, für 5 genau. Euro. Nee, für 5 Euro? Wow. Ja, du, normalerweise kriegst du so nur Mikrofaser Wischpads. Da zahlst du schon mehr als 5 Euro. Wir schauen mal auf Pearl.de. Was der reguläre Mega. Preis dafür ist, 13 Euro. Das Schön. Ist schon günstig für Sie. Mhm. Hier und heute ebenfalls 5 Euro. Das ist der Wahnsinn. Aber seien Sie bitte schnell, denn auch bei unserer Welcome Back Party ist das Kontingent natürlich limitiert. Wenn weg, dann gilt wieder der Normalpreis. Und ruhig auch mehrfach über die Sendung anrufen, denn all Ihre Bestellungen werden gesammelt. Sie zahlen maximal einmal Porto und Versand. Die Bestellnummer ist die NX4197 und die 569, der Preis eben 5 Euro. Und da sehen wir das mit dem Ausbringen. Das ist ja schön, da musst du nicht mit den Händen ins Dreckwasser, sondern du machst das einfach mechanisch hier. Ich glaube, das ist auch eine enorme Erleichterung. Und so ein Bodenwischer hat ja jeder zu Hause, oder? Ich finde es genial, Kristen. Hast du auch Hartböden? Do you have like floors where you would use that? I do. I have a lot of wooden floors all throughout my home. Perfect. And this is great because, you know, I have Kona, my dog. Yeah. There's hair everywhere, so I sweep it and then that's a great cleanup for the dirt. Perfekt, auch für Sie. Sie hat Holzböden zu Hause und weil sie natürlich ihren süßen Kona, ihren Dog, ihren Hund hat, ist sie da andauernd mit Ambition. Ist perfekt, weil you don't have to touch the water, the dirty water. Muss man nicht mehr anfassen, es bringt ja von alleine aus. Super, super convenient, also sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Hier für 5 Euros, can you believe that? 2 pads included. Pads sind auch mit inkludiert. Jetzt brauchen wir noch die Bestellnummer und dann würde ich sagen, bestellen Sie sich einfach. Ja, die sage ich gerne nochmal. NX4197 und die 569, die 569 bitte nicht vergessen, weil nur damit bekommen Sie diesen fantastischen Welcome-Back-Preis. So, wir haben gleich das nächste. Ich bin gespannt, bekomme ich jetzt eigentlich auch mal eins? Nee. Ja, klar. Kriege ich eins? Okay. Oh, das ist jetzt einzig und allein mal. Black and yellow, black and yellow. Da freue ich mich. Das sieht super aus in meinem Garten. Oh, steht hier auch so. Ich gebe es euch aber trotzdem mal weiter. Weil ich liebe das. Das ist ein Leuchtturm, oder? Ja. Ich habe das schon gelernt. Oh, sehr schön. Sieht super aus. Und ich glaube, das ist super Deko für Terrasse, für Balkon. Ja. Sieht fantastisch aus. Das hat diese Solarpaneele. Das bedeutet einfach keine Batterie, Sie brauchen. Das ladet immer von Sonne. Was kann besser sein? Was kostet das? Du, wir sind bei 10 Euro. Wow. Also ich finde das schön. Ich imitiere jetzt die Dunkelheit und sofort dreht sich auch das Licht. Ich hoffe, Sie sehen das. Ich meine, in der Nacht wird man es ganz deutlich sehen. Ja, und ich finde, das sieht auch schön aus. Wenn man so einen kleinen Teich zu Hause hat oder auch nur ein Vogelbad oder irgendwo so, es gibt ja diese Gartentreppen. Ja? Mhm. Da fände ich das schön. Ja, ich stelle es mal ein bisschen schöner hin. Guck mal, wir stellen es mal auf die Rückseite. So, sieht es doch toll aus. Und sobald die Dunkelheit kommt, sehen Sie, wie sich das oben dreht und leuchtet wie ein echter Leuchtturm. Und ich glaube, sowas ist dann nicht nur in Norddeutschland beliebt. Oh, das ist auf jeden Fall auch gefragt. Ich weiß, dass der immer in der 10-Euro-Show, wenn wir ihn dabei haben, immer direkt hier rauswandert aus dem Lager förmlich. Ne? Oh, weil du hast ja Solarbetrieb, also you don't need batteries, keine Batterien, kein Kabel, no cable, because it's solar panels. Total praktisch. Würdest du es auch dekorieren? Where would you put it for decoration? It's for decoration? Oh, I kind of want it outside. Ja, für die Badewanne finde ich auch schön auf dem Rand. Oh, ist charmant. Ja, that would work. Ja, super. That'd be very cute. Have a little beach theme. Yeah. It's great for summer. Die sind überall in Norddeutschland. In Northern Germany, they're everywhere, you see them. So that's very German. And actually in Netherlands as well, right? They have Denmark, in Niederlande. Sieht super aus. Oh my God. Für 10 Euro habe ich noch nie gesehen, solche Deko-Qualität ist sehr gut, das ist sehr gut gearbeitet alles, einfach sieht cool aus. Ich kann nur
Ja, ich bin begeistert. Ja, super. In dieser Zeit ist ja jeder bemüht, seinen Garten noch ein bisschen schöner zu machen. Ja. Ja. Ich glaube, es wurde noch nie so viel Garten gearbeitet wie jetzt im Moment. Und ich liebe schöne Gärten. Ich habe auch einen schönen Garten zu Hause. Ihr wisst das, ja. Aber einen Leuchtturm habe ich noch nicht im Garten. Und also vielleicht, wer weiß, vielleicht das ist wieder ein Geschenk hier. Bei mir was Neues für mich, ja. Also ich finde es klasse, dass es so etwas gibt und dann für so einen kleinen Preis. Absolut. Da würde ich direkt mehrmals zugreifen. Das dürfen Sie auch bis zu 5-mal. Und die Bestellnummer brauchen Sie dazu noch. NX 1522 und die 569. Keine Folgekosten. Das müssen Sie immer bedenken. Keine Batterien, kein Kabel verstecken. Total charmant, cute, ob für drinnen oder für draußen. Und der Akku hält dann 6 Stunden, wenn der ganz aufgeladen ist. Das ist fantastisch. Das ist im Sommer die ganze Nacht und durchs Tageslicht. Ja. Box fit to your dress. So, was haben wir jetzt? Bitteschön. Oh, das ist etwas, was Kristin nutzt sehr oft. Oh. Heute Morgen, sie hat schon was gekocht. Ich war überrascht. Ja. Here you go, Danny. Okay. So you're better and pass them down. Da testet man so. Das ist 4, es ist nicht ein Messer, nicht 2, nicht 3, sondern 4 Messer. Wow. Und zwar hochwertige Küchenmesserset aus hochwertigem Edelstahl. Und jetzt sind wir wieder bei 5 Euro. Also ich hätte jetzt ein Messer, weil ich jetzt erst eins gesehen habe, 5 Euro hätte ich jetzt gut befunden. Mindestens, aber es ist ein Viererset für 5 Euro. Oh mein Gott. Das 5 Euro for 4 Knives. Can you imagine? Ich habe gesagt, 4 Set für 5 Euro. Das I love how sharp these are too. Because I've used them before. Sie hat das schon genutzt. Ja. Darf ich den Papiertest machen, lieber Ralf? Ich würde dir jetzt gerne die Bestellnummer rausschneiden. Müssen wir mal erst sagen, warum wir den machen. Kannst du? Also um zu beweisen, wie scharf diese Messer sind, macht man gerne einen Test. Wenn das Messer Papier, die Klinge, so scharf ist, das Papier schneiden kann, oder eine Tomate, oder man kann es auch auf einen Apfel drauffallen lassen, dann ist es wirklich scharf. So, einen kleinen Trommelwirbel bitte. Hättest du gerne die Bestellnummer oder den jetzt Test? Jetzt bin ich gespannt. Das ist mir ganz egal. Aber schneid zwei, ja. Und das hat mir mal ein Sternekoch gesagt, wenn du testen willst, ob ein Messer scharf ist, mach den Papiertest. Und der funktioniert. Das darfst du mir noch mal geben. Ich sag's dir auch gleich. NX1463 und die 569 Schärfetest mit Bravour bestanden. Und ich koche ja auch gern selber und schneide auch viel Gemüse oder ähnliches. Und dann müssen halt Messer scharf sein und das sind sie. 4 Messer haben wir hier. Ja, die handelsüblichen. Das dürfte ein Schäl, ein Filetier, ein Allzweckmesser sein. Aber die sind unglaublich scharf. Es fühlt sich gut an, meinst du? Es fühlt sich richtig gut an. Sehr scharf, ja. Very nice too. Scharfe Frauen mit scharfen Waffen, könnte man mal sagen. Hier ein Viererset. Bitte auf eure Finger auf. Ja. Aber was ich auch schön finde, diese Lochkette hier, das sieht nicht nur toll aus, es ist auch, dass nichts haften bleibt. Ja? Mhm. Das ist also wie Anti-Haft. Für Käse sehr gut, Klinge, zum Beispiel. Und ich sage Ihnen nochmal, fürs Viererset, die Bestellnummer, NX1463 und die 569 und 5 Euro für ein Viererset, so hochwertiger, so ultrascharfer Messer, das ist natürlich schon herausragend. Wahnsinn. Also das ist auch wieder ein richtig cooles Produkt. It's a really fantastic product in your show. Thanks, Kristin. Wie machst du das hier? Kommst aus Amerika? It's hard to find really good knives. And for 5 Euro, that's an insane price. Ja, das ist ein verrückter Preis, sagt sie. Wie wir das machen, das ist auch echt schon der Hammer. Wir haben auch ganz viele Bestellungen schon. Das freut mich. Helga hat unter anderem bestellt. Alles richtig gemacht. Viel Spaß damit. Und für alle, die jetzt zufällig durchseppeln, wir machen die Welcome Back Kristin Party hier. 1,5 Stunden Schnäppchenjagd mit Kristin. Und mir wurde gerade gesagt, ganz am Ende der Sendung haben wir noch irgendeine Überraschung mit einem Produkt zu einem Preis, der eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Dankeschön. Für ihn diese Farbe. Jetzt bin ich gespannt. Also bis zum Schluss da bleiben 90 Minuten. Genau. Wir machen weiter mit. Wir machen mit einem berührungslosen Infrarotthermometer mit Laserpointer bis, also von minus 50 bis plus 380 Grad für 10 Euro. Also Handwerker wissen genau, was das ist und dann wissen die auch, also für undichte Dächer zum Beispiel oder wenn es hinter der Wand krabbelt und man will wissen, ist da vielleicht irgendwie was offen, kommen die da rein, ne? Oftmals kann man auch natürlich hier Öfen zum Beispiel oder auch die Glut beim Grillen testen. Jetzt habe ich im ersten Moment gedacht, das ist ein Fieberthermometer, sieht ähnlich aus, aber es ist jetzt im Werkzeugbereich und wir müssten hier auch, ich kann jetzt mal hier drüben melden und jetzt schauen wir mal, ob wir hier das Licht ankriegen, da.
Ja, und jetzt sehen wir zum Beispiel Oberflächentemperatur bei Diana. Schauen Sie mal. Und hier mache ich jetzt mal das Licht an. Das ist zu viel. So, jetzt haben wir 31 Grad. Ja. Aber das ist natürlich, kannst du mir die Range sagen, bis welcher Temperatur man messen kann? Bis 380 Grad. 380 Grad, also gern auch mal eine Glut messen oder Backofen oder ähnliches. Aber Wände ist auch ganz wichtig. Wo habe ich Kältebrücken? Wo verliere ich Energie? Ich glaube, jeder, der ein bisschen handwerklich interessiert ist, den wird so ein Thermometer, so ein Laserthermometer interessieren. Laserpointer muss ich jetzt noch suchen, da ist er. Aber das heißt, ich kann ja zielgenau, also wirklich die Temperaturmessung auf den Millimeter genau messen, an dem Punkt, wo ich messen will. Das ist auch richtig toll. Ich muss schauen, wahrscheinlich hier. Warte mal, ich suche ihn gerade. Ne? Ach, ich muss erst einschalten. So. Möchtest du auch mal messen? Ja. Ja, du darfst auch messen. Was möchtest du? Dich messen. Wie heiß? Also gut, mal schauen. Oder wie kalt? Es geht natürlich nicht um deine Hitze, sondern um deine Oberflächentemperatur. Mein Herz immer noch 31,2 Grad Oberflächentemperatur. Ja, da sehen wir es. Jetzt wissen wir, wie heiß Diana ist. Komm, ich mache den Gegentest. Wie heiß ist Kristen? Kristen ist... Diana, ich muss jetzt ehrlich sagen, du bist heißer. Sie hat 30,0. Ja, jetzt machen wir den Test fertig. Danny. Heißer. Oh, du bist halt nah dran hier. 34 Grad. Also, jetzt habe ich es amtlich. Wow. Die heißeste Frau She's ist Danny. Ja? Oh, Baby. Ja. Aber weißt du, Kristen hat Jetlag, da sinkt die Temperatur, damit sie heute noch nicht einschläft in der Sendung. Ne? You have Jetlag, that costs the temperature. Ja, so, und ich muss dir noch die Bestellnummer geben. Wahnsinn, NX 8111 und die 569. Schau mal, hier sehen wir den regulären Preis online pearl.de oder Katalog 24 Euro. Sie bekommen es hier und heute für 10 Euro. Und da werden die Männer jetzt ganz schnell ans Telefon gehen, weil das ist etwas, wenn man handwerklich ein bisschen aktiv ist, kann man sowas immer mal brauchen. Oberflächen messen bis 380 Grad, das ist perfekt. Das ist etwas, ich glaube, auch gut für Kristen, weil sie muss viele Kleider immer wechseln und sie hat heute das schon genutzt. Ja? Also das ist super. Sie reist viel, also das ist cool. Also jetzt bin ich ein bisschen geflasht. Das ist der Hammer. Das gibt sowas. Das ist eine Mini-Nähmaschine und die kostet 5 Euro. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Wow. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Also sie liebt Euro. Es, weil sie weiß genau, wie es ist, unterwegs zu sein, viel zu reisen und dann halt ein Loch im Kleid zu haben. When you have like, you know, an appointment and then there's today, a hole in the dress. You already I know, I had it in my dress earlier today too. Yeah. That's But what it's heute. Great for hemming your pants too. Yeah. Da sind sie jetzt alle drei in ihrem Element. Die haben alle ihre Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, das mit dem Saum hat auch jeder Mann schon mal nicht gekriegt. Bei jede Hose da ist der Saum kaputt. Wirklich. Aber da kannst du auch mal auf Reisen einfach mal kurz Hand anlegen. Das ist ja eine Sekundensache dann mit dem richtigen Equipment. Und das Zubehör ist dabei auch, gell? Batteriebetrieben, ganz klar. Nähgarn ist dabei. Was jetzt alles dabei ist, steht hier nicht. Aber allein die Nähmaschine. Das ist alles dabei. Das ist einiges. Das ist wichtig. Man hat auch hier Fäden dabei. Spulen. Ach so, da sehen wir es. Genau. Ist da noch, da ist noch, also man kann direkt loslegen. Ne? Man muss jetzt gucken, ich habe hier eine Nähmaschine, aber keinen Faden dabei. Nee, ist alles inkludiert. Da ist auch noch eine Ersatznadel, weil hier ist eine im Gerät. So ein Stift, ich weiß nicht, für was es ist, aber auf jeden Fall das dürfte die Spulenhalter sein, weiß, oder? Rot, damit sie direkt immer loslegen können. Perfekt, also das ist genial. Wow, einfach loslegen. Hubili. Also ich finde die Idee schon mal klasse, dass man unterwegs einfach mal so einen kleinen Saum oder so ein kleines, ich sag mal, Sachen, die vorgekommen ist, sofort reparieren kann. Batteriebetrieben, also man muss nicht mal eine Steckdose suchen. Vielleicht auch mitnehmen in den Campingurlaub. Oder? Sie hat Spaß. You know what's so great about this too? I don't know about you guys, but I sew a lot. Really? We have a big sewing machine. This is so easy to hook on. You just put this, put it through the holes, and you're ready to go. Ja, sie hat gesagt, das hat Kinderbedienung, weil sie hat großen. Und ja, diesen ist sehr, sehr einfacher und sie freut sich, dass sie können, wir können das für 5 Euro verkaufen. Super. Aber für 5 Euro eine Handnähmaschine, das ist der Wahnsinn. Ich sage Ihnen auch gleich die Bestellnummer. Die NC5793 und die 569. Ja, aber ich finde das klasse. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber wenn hätte ich es auf 20, 30 Euro geschätzt, 5 Euro für als Reisenähmaschine. Stetig Reisende mit der Nähmaschine. Und ich fand das wirklich interessant, wie ihr alle drei sofort Geschichten zu erzählen habt. Ich komme aus der Mode. Und was weiß ich. Du kommst aus der Mode, ja genau, wir wissen das. Aber also ich finde,
Selbst als Mann finde ich es jetzt begeisternd, dass wir sowas für 5 Euro haben. Ja, 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 es geht weiter. Fantastisches Produkt. Wow, schöne Bandbreite. Schöne Bandbreite. Und guess what's next? Sollen wir mal raten, was als nächstes dran ist? Guess what's up next? Und das ist für Anything. Mich. Guess, guess, guess. Ich liebe das. Toy. Oh, oh. It's my dad. Das ist Fiona. So süß im Schweinchen. Oh, yeah, das ist ein Sparschwein. Ich habe Groschen dabei oder? Ja, sehr gut. Es ist eigentlich das coolste Sparschwein, das ich jemals gesehen habe, weil es sieht nicht nur so süß aus. Achten Sie mal drauf, was passiert, wenn man da Geld reinwirft. So. Und gerade für Kinder ist das hervorragend. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn eben bei Kindern Oma, Opa oder Patenonkel zu Besuch sind, da wird halt mal Geld ins Sparschwein gesteckt. Hier animiert das, doppelt so viel Geld ins Sparschwein zu stecken, weil man so fasziniert ist von der Grunzerei von diesem Plüschschweinchen. Ja, ich finde es einfach süß. Und so macht auch Sparen den Kindern viel mehr Spaß. Ja, and man kann auch damit kuscheln. And you can cuddle with it. I mean, it's two in one. You save money and you cuddle, right? You can try. Yeah, that's cute. Das ist süß. Zwei das in ein Sparschweinchen, super. Mit dem man kuscheln kann. Also ich kenne kein Sparschwein, mit dem man kuscheln kann. Das wäre das Erste, muss ich sagen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, du stellst das auf bei deinen Kindern und Oma oder Opa wollen zum ersten Mal einen Euro reinstecken und plötzlich fängt das Schwein an zu grunzen. Der Gesichtsausdruck von Oma oder Opa finde ich herausragend. Ich bin heute auch kleine Schweinchen gucken. Ja, du passt aber perfekt zu deinem total. In Englisch sagt man ja, Kristen, pretty in pink, right? Look, I know, von I love oben it. Bis unten harmoniert sie mit dem kleinen Sparschwein hier. Und ich meine nicht Miss Piggy, nein. Ich sage Ihnen ganz schnell die Bestellnummer, weil bei diesem Sparschwein bin ich sicher, dass es ganz schnell ausverkauft ist. NX8933 und die 569. Übrigens gab es früher eine ganz bekannte Fernsehshow mit ganz weltbekannten Schweinchen. Welche Schweinchen hätten es gern? Kennst du die noch? Nein. Das hat er nicht gegrunzt, das war Was bin ich mit Robert Lemke. Und da ging es um heiteres Beruferaten und für jedes Nein, das man beim Raten gekriegt hat, werden 5 Mark damals in Schweinchen gesteckt. Aber die Schweinchen finde ich wesentlich cooler. Wie sollen wir sie nennen? Schnutzelputz. Wie? Schnutzelputz. Nein, das muss der Name sein. Give it a name. Pink Diana. Nochmal. Jetzt sind Sie gar nicht mehr so begeistert. Nochmal die Bestellnummer für Sie. NX8933 und die 569. Aber diese Grunzerei, ich finde sie super süß. Mein Sparschwein zu Hause heißt Svetlana. Svetlana, das ist von Sparschwein. Oh. Das war ein Geschenk. Wie würdest du dein Sparschwein nennen, Kirsten? How would you name your little piggy? My little pig. Oh, it's a hard one. It's a hard one? Hard one. I tell you how to call it jet lag. Sie nennt ihr Schweinchen Jetlag. Wir gehen durch sämtliche Produktgruppen und machen weiter mit einer Brille, glaube ich. Wow, ja, aber nicht nur irgendeine Brille, sondern jetzt mal aufgepasst. Für 5 Euro, drei in 1 Bildschirmbrille mit magnetischem Sonnen- und Nachtsichtaufsatz. Sieht erstmal richtig klasse auf. Wow, also dann 3-in-1 Bildschirmbrille, ja? Und dann noch entsprechend die Gläser wechseln für tagsüber, um die Augen zu schonen. Und ja, auch für nachts die Augen zu schonen, also wenn man geblendet wird. Aber guck mal, wie Kristen genial cool aussieht. Das harmoniert auch gerade mit ihrem Kleid so. Oh mein Gott. Aber wichtig finde ich die Grundbrille. Die hat schon einen Blaulichtfilter. Das ist für viele, die viel am Bildschirm arbeiten, noch ganz wichtig. Und jetzt aber ist es noch eine Sonnenbrille und eine Nachtsichtbrille. Oder, das ist perfekt für 5 Euro. Wir haben Blaulichtfilterbrillen, nur reine Blaulichtfilterbrillen im Programm. Die kosten 10 Euro. Ja? Und das ist jetzt eine 3-in-1 für 5 Euro. Wieso? Also das ist einfach ein unschlagbares Angebot. Ja, also ihr seht richtig gut aus, Mädels. Ja. You know what this is for? Weißt du, für was das ist? Yes, for the computer reading. Ja, and then you go for outside in the shade and then you just want to cruise and look kind of cute. Sie ist zurück und sie weiß direkt Bescheid, wie, für was die Brille funktioniert und die Aufsätze. Was ist dein Lieblingsaufsatz? Ich liebe diese gelbe, für Nacht, weil sehr oft ich fahre zu meiner Schwester nachts. Und dann ich brauche immer besser sehen, weil ich fahre nach der Arbeit. Ja, natürlich ich bin schon ein bisschen müde und diese Brille helfen sehr, sehr gut.
Und das ist gut, dass du das sagst, das sollten Sie auch mal ausprobieren, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sehen nachts beim Autofahren nicht mehr so deutlich wie früher. Also jetzt sehen wir hier, klar, natürlich für den Monitor Blaulichtfilter, dann Sonnenbrille, da müssen wir auch nicht drüber reden. Das und ist diese gelbe Aufsatz ist und auch wichtig, um nachts im Straßenverkehr besser zu sehen. Ja, und für so ein Etui zahlt es normalerweise. Nur fürs Etui schon 5 Euro ist hier mit dabei. NX 8367 ist Ihre Bestellnummer, bitte die 569 nicht vergessen, denn damit bekommen Sie hier den super mega Hammer TV-Sonderpreis von 5 Euro. Eine wirklich schicke Androgyne, auch für Männlein wie Weiblein, ja, schön leicht auf der Nase, tut nicht weh, schützt Ihre Augen vor Sonnenstrahlen, aber eben auch Blaulichtfilter, wenn Sie gar nichts, die keinen Aufsatz drauf haben oder nachts eben nicht geblendet werden wollen mit diesem gelben Aufsatz. Für 5 Euro, ich raste gerade aus. Ja. What a super price, no? No, it's really good. Wow. It's very good. Wow. Und ich fand, es sah auch super modern aus. Genial. Jetzt bei Diana und bei Kristen. Also da meinst du, das ist irgendwie so eine Designerbrille für... Aus Amerika. Da zahlst du ja teilweise mehrere hundert Euro für so Designerbrillen, ja. Man muss ja dann niemand sagen, dass man nur 5 Euro für Sonnenbrille oder Blaulichtfilterbrille bezahlt hat. Wie geht's weiter mit einem großen... Mit einem großen Karton. Okay, hier ist es für mich. Ja, ich sehe Tasten. Bitte schön. Ich sehe Tasten. Tastaturen. Ich habe sogar 2 Tasten, aber es gibt wahrscheinlich eine. Aber nicht nur eine. Guck mal, da ist noch was dabei. Eine Maus. There's a mouse coming your way. Eine Maus für Kristen. Also das ist eine Maus-Tastatur-Kombination, funkgesteuert, Dongle-Technologie, das sehe ich. Und ich weiß, dass wir die im Normalprogramm haben für, jetzt muss ich überlegen, 18,90 Euro, glaube ich. Ja? Ganz aktuell in unseren Computersendungen. Und dass wir die jetzt für 10 Euro haben, ist natürlich ein mega Hammer-Schnäppchen. Ja, absolut. Für 10 Euro eine Funksystem mit hoher Reichweite, bis zu 10 Meter, Funk-Office-Set mit Tastatur und optischer Maus, aber den Dongle rein, zack und loslegen, nichts verbinden. Richtig, richtig praktisch und es ist auch ergonomisch, wenn Ihnen die Handgelenke wehtun. Ne? Mhm. Wenn Sie da sehen, Sie verkrampfen sich, probieren Sie mal das mit einer ergonomischen Tastatur wie dieser aus, weil ganz ehrlich, Sie sparen ja von 18 Euro, hast du regulär gesagt, 10 Euro jetzt hier in Kristens Show. It's a good product, das ist ein schönes Produkt auch. Thank you. Thank you. Und ich finde, Tastaturen sollte man sowieso öfter mal wechseln, weil da gehen so viele Sachen mittlerweile zwischen die Tasten. Man kann das einfach nicht richtig reinigen. Bei einigen sogar auch, ich sehe keine Buchstaben mehr, egal, geht ja noch. Nee. Aber bei 10 Euro kann man sich eben auch mal eine neue leisten. Und vor allem, vielleicht, wenn Sie auch noch kabelgebundene Maus oder Tastatur haben, ersetzen Sie es durch kabellos. Das gibt auch mehr Ordnung auf dem Schreibtisch. Und wichtig ist, wir haben es ja schon mehrfach ausprobiert, also sogenanntes Plug and Play. Das heißt, man steckt nur den Dongle in den Rechner und alles andere passiert automatisch. Ja, und Kristen hat gerade gesagt, sie braucht sie immer und überall. You always need this thing? I do, because sometimes when you're editing or whatever, you want an actual mouse for your Laptop. So this is really nice to add to it. Ja, ja, auch als Addition zum Laptop auch einfach nutzbar. Ist natürlich toll, aber ein toller Preis eben, ganz ehrlich. Schöne Produktvarianten, die du hier auffährst, Kristen. You have a great variety of products. Mir gefällt es sehr gut. Aber ergonomisch, wenn Sie so Probleme mit Handgelenken haben, Sie verkrampfen da, probieren Sie mal ergonomic. Ne? Also ergonomische Tastaturen sind da das Beste. Und Sie müssen um nichts kümmern, keine Bedienungsanleitung lesen, Dongle rein und dann verbinden die sich und dann können sie loslegen, ob es jetzt tatsächlich zum Verbinden ist mit der Familie oder eben zum Arbeiten. Die Bestellnummer ist die PX4924 und die 569. Und guck, da sehen wir gerade den regulären Pearl.de-Preis. Also ich habe 18,90 Euro gesagt, 20 Euro ist bei Pearl.de, aber wir haben ja immer einen TV-Sonderpreis. Also 18,90 Euro ist bei uns im TV der Normalpreis, aber beide Preise müssen Sie jetzt nicht jucken. Ihr aktueller Preis ist 10 Euro und das ist der richtige Moment, um eben Ihre Computertastatur mal auszuwechseln und natürlich auch die Maus. Ja, da kommt auch die nächste Maus. Da kommt die nächste Maus. Pretty in pink. Jetzt bin ich gespannt. Pink in pink. Sie ist ein bisschen vorsichtig. Das ist irgendwas. Springt da gleich was raus oder was? Okay, I'm gonna open. Hast du schon diese Vase gesehen? Ah. Das ist sehr aktuell. Take it. Es ist ein automatischer Seifenspender mit Bewegungssensor. Das Ganze ging grau gehalten hier und mit einem transparenten Milchglas-Tank, also Behälter für eben die Flüssigseife. Und sowas ist natürlich gerade heute umso wichtiger, als es hier mal war. Es ist formschön, aber es ist vor allem immer hygienisch, weil du den Seifenspender im Prinzip nicht mehr anfassen musst. Kein Kontakt.
Ja, kontaktlos. Das ist super. Nicht nur für Seife, auch für Desinfektionsmittel. Ja. Super. Sieht fantastisch aus. 5 Euro der Preis. Ich habe noch nie gesehen. Normalerweise, das ist mit Batterie. Also Sie können das ohne Kabel überall einfach aufstehen. Ja, super. Also bei Ihnen zu Hause ist natürlich, stellen Sie es irgendwo hin, nicht in die Hand nehmen und dann brauchen Sie es auch nicht mehr berühren. Sie sehen auch, wie viel Seife noch drin ist. Ist auch umweltschonender, weil du ja einfach diese Mehrwegverpackung, diese Großpackungen kaufen kannst. Und du musst nicht spezifische Nachfüllbehälter kaufen, sondern das geht mit jeder handelsüblichen Flüssigseife. Also auch langfristig Geld und Verpackungsmaterial sparen. Und ich finde sowas schön in der Gästetoilette, vielleicht auch mit Spülmittel in der Küche. Ja, oder natürlich normal im Bad zum Händewaschen. Und so bringt man übrigens auch Kinder zum viel lieber Händewaschen mit Seife, weil das macht auch Spaß, wenn man nur runter geht und die Seife kommt genau richtig dosiert eben raus. Ja, guck mal, ich mach's mal vor. Ja, immer der Vorführeffekt. Wir haben nicht genug Seife drin. Du musst drin, von unten nach oben gehen. Ja, ich ja, nur ja, eben ist wieder getropft. Siehst du, du verpasst das immer. Zack, jetzt weißt ist du, was auch bei dir ist auch kaum mehr Seife ja, drin. Ja, ist ganz mal. Wenig Seife drin, deswegen Vorführeffekt. Aber es hat hier runtergetropft, die Kamera war nicht schnell genug. Aber das ist eben schön. Sie füllen Ihre Seife nach Wahl oder Ihr Hygienemittel nach Wahl. Und dann kann man einfach drunter halten, kontaktlos. Sie wissen, Hygiene, wir wurden alle sensibilisiert. Gehört in jeden Haushalt mehrmals zugreifen, das dürfen Sie auch. Bis zu 5-mal, ist ein super. Das kann auch wie Duschengel sein. Für Duschengel für Badezimmer zum Beispiel einfach in Dusche stellen, wie Shampoo. Ich habe auch so genannt. Das ist super. Das stell ich mir gerade vor, bei euch Frauen sind dann 5 dieser Spender unter der Dusche. Ja, warum ja nicht Spülung, für diese Preis? Das weiß ich alles. Bei uns gibt es ja 1 für alles. Ja? Bei uns Männern reicht 1. Aber egal, wie Sie es nutzen. Ich sage Ihnen die Bestellnummer. Das ist die NX5126 und die 569. Ein vollautomatischer Seifenspender hier mit Flüssigseife Ihrer Wahl nachzufüllen, deshalb auch langfristig für die Umwelt gut, für 5 Euro. Da haben wir gerade Pearl.de gesehen mit 13 Euro. Also da sehen Sie auch wieder, was für ein Schnäppchen Sie auch hier machen. Und wir machen weiter mit der Welcome Back Kristen Party. Wir sind noch das passt eine zu Stunde Kleid für jetzt. Sie da hast mit du weiteren hast du was Schnäppchen. Wir bleiben bei Thema Desinfektion und wir bleiben beim Thema sauber. Hygiene, genau. Genau, weil ich meine, sauber ist eines, aber hygienisch rein ist was anderes, ne? Weil hier jetzt, vielleicht kennen Sie schon diese Box, das ist eine Box, die durch UV-Licht eben richtig schön ihre Gegenstände reinigt. Weißt du, was das ist? Do you know what this is? Do you remember? Have you had the product? Is this for the sanitizing? Ja, right? Ist ja, sanitizing heißt Hygiene. Mm-hmm. So, was like würdest du da reintun? What would you put in? I'd put my phone in here. Ja, and? I would put jewelry. Jewelry. I would put Schmuck, watches. Telefon, Uhr. I would put Glasses, Brille. Glasses. Ja, Schlüssel. Yeah. Ja. Alle, eigentlich kann man sagen, alle kleineren Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Und ich finde das immer so wahnsinnig. Mir fällt das selber auf. Man geht zum Händewaschen, hat vorher das Handy in der Hand, legt das Handy weg, wäscht die Hände, nimmt das Handy wieder in die Hand, hat ja eigentlich denselben Schmutz dann sofort wieder an den Händen. Total. Und deshalb aber auch so Sachen, elektronische Geräte wie Smartphones eben, auch mal rein und desinfizieren. Ja. Das arbeitet Gefühl. Ja nur mit UV-Licht, ohne Feuchtigkeit. Das heißt, es schadet nicht, aber es desinfiziert. Schlüsselbund ist auch so ein gutes Beispiel. Oh, ja. Ne? Oder Kamm, Brille, also alle Gegenstände des täglichen Bedarfs. Ich finde das klasse, dass es sowas gibt für gerade mal 10 Euro. Oh mein Gott. Die Bestellnummer ist die PX2488 und die 569. Genau. Ja, weil ich meine, ganz ehrlich, du sagst es, ne? Man geht sich die Hände waschen, aber das Handy, das kann man ja schlecht unter dem Wasser waschen, das wäre nicht so gut. Ich meine, einmal kannst du das machen. Even if you put your passport in there, it would be nice too. Ein Passport, auch nicht. Ich habe gerade mein Handy ins Wasser gelegt und jetzt habe ich einen Nebelfilter vorne und hinten habe ich die Spider-Filter. Also ganz fantastisch. Also das nicht tun, hier einfach ganz clever jegliche Gegenstände da reinlegen und dann haben Sie auch so eine Statusanzeige, 100%, 75% und 50% und pieps, fertig. Dann wissen Sie, Ihr Gerät, was auch immer es ist, oder Schlüssel, Brille, Passport, Geld von mir aus auch, ist hygienisch rein. Total am Zahn der Zeit für 10 Euro. Wow. Gut gemacht, Kristen.
Thank you. Thank you. Danke. You're welcome. Danke thank you. Dir. Bestellnummer hat man auch schon gesagt, oder? Ja, natürlich. Ja. Also ich finde es klasse, dass es sowas gibt. Haben Sie auch gesehen, beim Öffnen des Deckels schaltet sich automatisch auch das UV-Licht aus. Das ist natürlich eine Sicherheitsoption, weil das wissen Sie mit Sicherheit zu Hause auch. UV-Licht, UVC-Licht ist für Oberflächen- oder Gegenstände-Desinfektion. Ja, und das ist eben hier, glaube ich, genau das Richtige auch für Sie zu Hause. Aber es geht Schlag auf Schlag weiter. Und jetzt entscheidet sie erst. Okay. Last minute, wer kriegt was? Ja. Tut mir leid, der Mann ist leider leer ausgegangen. Ich lasse mich auch gerne überraschen. Das ist überraschend. Was Romantisches. Das ist ein Set, das ist ein Zweier-Set. Wow. LED, Stabkerzen mit silbernem Kerzenständer, das ist auch inkludiert. Und sie haben halt eine schöne, so gut wie echt, also sieht total echt aus, aber es ist LED-Technik. Mhm. Gerade bei Kindern oder bei Tieren. Meine Oma hat mal ihre Bude abgebrannt, weil sie ihre Kerze vergessen hat. Sie war nicht in der Wohnung, aber die Bude war komplett ausgebrannt. Oh mein Gott. Aber das sieht doch sehr romantisch aus. Das, was Kirsten gleich gesagt hat, Candlelight-Dinner. Ja, das ist selbst bei den Jungen noch modern. Und das, was du gesagt hast, ist natürlich auch... es ist absolut keine Brandgefahr. Es gibt auch keine Wachsflecken auf der Tischdecke oder ähnliches. Aber die Optik ist täuschend super. Echt. Schauen Sie sich das an. Sieht echt natürlich echt aus. Fantastisch. Und auch, wie gesagt, Kinder, Haustiere, ja, das ist sehr, sehr gefährlich. Vielleicht, das kann auf dem Boden sein oder jetzt. Sie können einfach einschlafen, ja? Mhm. Und dann, was kann passieren? Ich möchte über das überhaupt nicht denken. Also, das ist super für 5 Euro. Sie bekommen 2er-Set. Das sieht fantastisch aus. Zum Beispiel auch für Badzimmer, Wellness-Tag, ja? Zum Beispiel für romantische Dinner. Zum Beispiel einfach für Dekoration. Sieht super aus. 5 Euro. Ja, einfach toll. Oder auch Altenheime, Pflegeheime. Da sind ja Kerzen in den meisten Fällen, also richtig brennende Kerzen, offenes Feuer, ist dort strengstens verboten, aus gutem Grunde. Aber sowas kann man dann trotzdem mal als Geschenk mitbringen, weil ich glaube, auch da kann man so Kerzen, ich glaube, Kerzen werden ja überall geliebt, da kann man so mal eine Kerze aufstellen. Also ich finde es schön, 2er-Set für 5 Euro, da kann man ja gar nichts falsch machen. Und dann sie brennen nie runter. Die brennen nie runter, aber die sind täuschend echt aus. Yeah. They're so pretty, die sehen so schön aus. Wo würdest du die hinstellen? Where would you put those, for example? Where would I put these? I would take them to go in a picnic basket and then like go out and jetzt ist with me, you know, layout. Jetzt ist aufgewacht. How mit, cute would that be? Also, sie with würde die mit in einen Picknickkorb nehmen und dann ein romantisches Picknick machen. Back home, maybe. Ah, jetzt ist er aufgewacht. Ich dachte, das ist beendet. Ich das dachte, ist schön. Maybe. Aber nein. LX 81 36 und 569 ist Ihre Bestellnummer zu dem wunderschönen Zweier-Set. Der Halter inkludiert die echten Wachsnasen, richtig schön täuschend echt. Und auch diese flammende, diese flackernde Kerzenflamme da oben, täuschend echt. Und einfach hin und wieder, ich glaube, es sind Doppel-A's da drin, ne? Die gehören dann hin und wieder mal rein. Und dann haben sie ja kein Geruch, keine Brandgefahr. Wird nicht warm, aber eine richtig schöne Romantik. So, und wenn Sie jetzt gerade das zugeschaltet haben, wir haben jetzt genau Halbzeit unserer Welcome Back Christmas Show. Und ganz am Ende, also jetzt in 45 Minuten, wenn alle Schnäppchen durchgehen, haben wir noch ein ganz besonderes Produkt zu einem Preis, den es noch nie gegeben hat. Da lassen wir uns überraschen. So, wir machen weiter mit einer... Das ist schon wieder Licht und schon wieder Wahnsinn. Ja, das ist jetzt aber was ganz Besonderes. Das ist schwierig, dass wir das hier jetzt rüberbringen. Aber wir sehen erstmal unglaublich viele Lichter. Es ist ein Lichtervorhang. Das heißt, das sind einzelne Fäden. Und wenn du die jetzt aufhängst, zum Beispiel am Fenster, hast du eine Fläche von 3x3 Metern, die du hier mit Lichtern übersehst. Und das Ganze in Rot, Grün, Blau. 300 LEDs und hier sogar mit 8 verschiedenen Leuchtmodi. Also Farbwechsel hast du jetzt drin oder blinken oder langsam an, langsam aus. Also das ist phänomenal. Und man bringt das im Prinzip wie eine Gardine an. 3 Meter oben hat man und dann nach unten die ganzen Lichtfäden hier ausrichten. Und so kann das dann aussehen. Schau mal. Guck mal, wie sieht und was hier das schön aus? Ist, man kann das an die Länge anpassen. Du kannst also die Lichtfäden beliebig abschneiden, also kürzen. Ja. 3 Meter lang sind sie. Wenn man jetzt nur 2,30 Meter hat, schneidet man ein Stück ab. Wow. Und eine Fernbedienung ist auch noch dabei. Oh, cool. Wow. Sieht fantastisch aus, oder? Ne?
So viel das auch für Fenster, zum Beispiel für draußen, dass alle können sehen, diesen wunderschönen Licht. Auch für drinnen, für Gardine, für Kinderzimmer. Sie können einfach Partylicht für Kindergeburtstag machen, oder? Ah. Für 10 Euro, das ist Wahnsinn. Und überall, weil das ist Batteriebetrieb, du kannst das immer zu mitnehmen. Super. Also USB-Betrieb, genau, also per Powerbank, kannst du es überall, oder ja. Powerbank, kann man es überall betreiben. Ich könnte mir das auch gut vorstellen an so einem Partyzelt, wenn man es draußen, so ein Partyzelt, cool. Den Eingang praktisch mit einem Vorhang hier verdichten. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und Sie sehen ja, jeder dieser super. Ringe, die Diana jetzt in der Hand hatte, ist praktisch ein 3 Meter langer Faden. Und Tristan hat jetzt das Blinklicht für sich entdeckt, 8 verschiedene Modi. Aber sowas für 10 Euro ist natürlich wirklich herausragend. Nochmal, es sind 300 LEDs, 8 verschiedene Leuchtprogramme LEDs. Und das Ganze in Rot, Grün und Blau. Und die Bestellnummer, das ist die NX 4684 und die 569. Hast du eigentlich einen Partykeller zu Hause, Danny? Ja, ja, also ich habe einen schön ausgebauten Keller jetzt, ja. Also könnte man einen Partykeller Eingang, draus machen. Eingang, ne? Aber das sieht aus wie Feenlichter. It looks like fairy lights. Yeah. Genau. I love my bling, I love my lights and I love my color. Genau ihr Produkt, sag ich. Sie mag viel Bling und viel Lichter und viel bunt. Sie liebt es sehr, sehr schön. You know how it is. I know, I know. Man kann nie genug Bling, nie genug Farbe und nie genug Leuchten haben. Manchmal muss das einfach sein. Und für den kleinen Preis greifen Sie dann gerne mehrmals zu. Was bringst du uns? Was bringe ich? Was bringst du? Eine Goldblumenschlange. Ich habe auch wieder eins. Wir haben... Etwas für deine Auto vielleicht. Ich weiß es aber nur, eine Halterung, oder? Oh. Ich gebe mal eins weiter. Und mit guck mal, welcome back to Germany. Here you can have your portable coffee to go. Also das ist perfekt für die Amerikaner. Da kann man das Auto nachrüsten. In jedem amerikanischen Auto gibt es einen Coffee Cup Holder. In den deutschen nicht. Das ist ein perfektes herzlich willkommen Geschenk. Kristin! Ja, also das ist eine Halterung nicht nur für Getränke, auch für Handy, oder? Das ist für Diana. Also ich würde sagen, vorne Handy rein. Ja, also für Handy und für Getränke. Mobile. Guck mal, wie sieht das aus. Das wird im Gebläse, deshalb diese Halterung festgemacht. Und jetzt hast du einerseits in der Mitte einen Becherhalter. Das ist genial gemacht. Und vorne noch einen Handyhalter. Also das ist ja wirklich perfekt. Und unglaublich platzsparend gemacht. Und wann machst du das drin zum Beispiel? Dann diesen Luft kommt, zum Beispiel das Sommer, dein Getränk immer bleibt kalt oder heiß. Achso, ja, also ja, genau. Ja, super. Das ist natürlich auch schön. Ja, und hier genau anpassbar an den Lüftungsschacht. Das sehen wir hier, sodass es wirklich perfekt hält. Und es gibt ja, also bei den modernen Autos ist mittlerweile, glaube ich, so ein Becherhalter gang und gäbe. Aber Handyhalterung gibt es eben nicht in allen Autos. Und dass man da jetzt beides auf einmal hat, ist natürlich perfekt. Und wenn man es dann in die Lüfterhöhe macht, hat man es auch das Handy immer in Blickrichtung. Das heißt, man muss auch das Handy nicht mehr in die Hand nehmen, was ja beim Autofahren verboten ist. Ja, das ist sowas typisch amerikanisch. That is the most American thing, no? A cup holder in your car, what do you think? We have cup holders. Yeah. Integrated. Already made into our cars. So it's going to be a problem we here have in a Germany. Bunch. It's going to be a problem in Germany. That's why she has to buy. Jetzt fühlt sie sich wirklich angekommen. Also, und weißt du was? Du hast ja noch die Handyhalterung. You need it for your water, your Coke, your... Any mobile. You know, anything. Und fürs Handy brauchst du es auch noch. Also genial. Ohne das zu installieren, also montagefrei ist diese Halterung. Einfach in den Lüftungsschacht reinklippen. Und dann haben sie ihre Getränke gesichert, Handy gesichert. Wir sagen immer Finger weg vom Handy, direkt in diese universelle Halterung, weil die greift richtig schön, ne? Also egal wie groß das Handy ist, das passt perfekt. Also hier gerne nachrüsten, da dürfen Sie auch wieder mehrmals zugreifen. Ich wundere mich, für 5 Euro genial. PX 2596 und die 569 ist Ihre Bestellnummer dazu. Super, 5 Euro. Das ist natürlich auch eine Sicherheitsoption, gerade das mit der Handyhalterung. Und gerade bei Fahranfängern würde ich sowas immer empfehlen, weil die sind doch mal versucht, jetzt klingelt während der Fahrt das Handy, man nimmt es in die Hand, ist abgelenkt und dann passieren unglaublich viele Unfälle. Und für 5 Euro so eine Handyhalterung, da kann man ja auch wieder überhaupt nichts falsch machen. Becherhalter dazu, einfach eine perfekte Kombination. Das ist für dich. Wieder für das mich. Das ist für mich.
Hier, Kristen, you can read it. Das kidding. Passt zu dir. Go, Kristen, sag mal, ich kenne das. Das kenn passt zu dir. Ja. Okay, okay. Kristen, und Kristen liest die, die Titel vor. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ja. Kristen, du kannst okay. Also, Hülle ist dabei und es ist eine Brille, aber eine ganz besondere. This one is also special. Die ist wieder sehr besonders, die Brille, Kristen. Sieht super aus. Wow, what a man! Und jetzt passt mal auf, das ist ja, die ist tönbar. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt. Ich kann die in 7 Stufen runtertönen, so ist sie ganz dunkel. Und wenn es die Sonne ein bisschen weniger wird oder ich in die andere Richtung fahre, dann mache ich sie wieder heller. Also ich muss nicht laufend Brille wechseln, Brille auf, Brille runter, sondern ich passe die Helligkeit, die Durchlässigkeit einfach mit, hier oben sind so 2 Knöpfe, mit einem Knopfdruck an. Jetzt mache ich sie wieder ganz dunkel. So, und das ist die dunkelste Einstellung, wenn die Sonne cool am stärksten ist. Mann, der Ralf kann richtig cool aussehen. Jetzt lässt er mal. Ja, es erinnert so an, ich habe verschiedene Bilder im Kopf, aber es sieht geil aus. Men in Black oder? Men in Black, Blues Brother, Elvis, alles Mögliche. Elvis, okay, Elvis, damit kann ich leben. Ja, ne? Allerdings ist mach mal ein bisschen Elvis, mach mal einmal ein, komm. Nein. Bei Gelegenheit mal wieder. Aber ich finde, also, das sieht man wieder, das ist für Männlein als auch Weiblein geeignet. Und mich, wenn ich jetzt Kristen anschaue, also dieser Sonnenbrille sind wieder komplett in. Mich erinnert das immer an Doris Day, Grazia Patrizia. James Dean weiß ich jetzt nicht, aber ich sehe jetzt Doris Day und Grazia Patrizia von Monaco. Die hatten auch solche Brillen. Okay, James Dean, ich glaub's dir jetzt einfach mal. Audrey Hepburn, genau. Und die sind ja jetzt wieder voll in diese Brillen. Möchtest du sie auch mal aufziehen? Oh ja, sehr gerne. Oh, I love it. Ich glaube, das passt zu jeder, oder? Das ist super. Für Männer, für Unisex, Frauen, Unisex. Ja. Für beide. Und vor allem, dass man anpassen kann, wie dunkel bzw. wie lichtdurchlässig sie ist, je nach Sonne. Das ist natürlich außergewöhnlich und für 10 Euro ist das ein Mega-Schnäppchen. Hülle, Reinigungstuch, alles mit dabei, was man braucht. Nein. Also das ist natürlich klasse. Und wir hatten es ja heute schon mal, für solche Sonnenbrillen kannst du, wenn deine Marke draufsteht auf der Seite, ich will jetzt keine nennen, dann kostet die halt nicht 10 Euro, sondern 110 oder 210 Euro, ja? Ja, die ist richtig toll. Und die sitzt schön auf der Nase. Also ich habe eine ganz empfindliche Nase. Das ist auch fein, wenn man ein sensibles Näschen hat. Also gerne hier auch mehrmals zugreifen. Alles inkludiert Tüchlein, Etui und Sie haben hier die zuschaltbare Dunkelheit bei Bedarf. NX1010 und die 569 ist die Bestellnummer. Das die das ich fand die richtig cool bei dir, Kristen. Die look really good. When they have a special effects on it, it makes it that much, better. Magic. Etwas Magie, ne? Ja. Sie hat wieder gestickt. Dankeschön. Oh, cool. Hoho. Cool. Hier geht man Nachtwandern, oder? So, jetzt ist mal eins wichtig. Wir haben hier, und das möchte ich vorweg schicken, ein Zweierset. Und ihr dürft mir jetzt sagen, was das genau ist und wo ihr es einsetzen würdet. Hm? Okay, ich würde Nachtwandern gehen. Was würdest du machen damit? Kristen, what would you do with this light on your head? I started going caving. Back caving? Yes. No. I needed this when we were caving. Ich habe keine Ahnung, was ist caving. Dass man in Höhlen reingeht, so kraxeln und gucken. Du, aber das sieht man ja wo gibt's die denn? Where are those caves that you go into? They're on Big Island. Big Island, okay. Sollte man da nicht noch einen Sturzhelm aufziehen? Vielleicht ein Sturzhelm wäre nicht schlecht, ja. Was ich hier in Dassel immer sehe, da ist so eine Damengruppe, die Nordic Walking macht. Und wenn die mal abends laufen, haben die wirklich alle so Sternlampen auf. Ja? Es ist übrigens auch beim Angeln sehr, sehr beliebt. Und einfach, weil man die Hände frei hat und trotzdem erstens mal besser sieht und besser gesehen wird. Und nochmal, es ist ein Zweierset dieser Sternlampen. Nein, du machst Scherze, echt? Nein, wirklich, hier steht es, Zweierset, 5 Euro. Euro. Ja. 2 of them for 5 euro. What? Ja? Oh my gosh, das I need to get my girlfriend one. My friend Kari. Sie braucht eine für ihre Freundin gleich mit. Ja, hast du ja jetzt. You no, because we were crawling in these little tiny holes. It's so dark. Crazy. This would have been amazing. Also sie ist echt in Höhlen in Big Island rumgekrochen mit ihrer Freundin und dafür ist es ideal. Wir schauen mal auf pearl.de, um den Einzelpreis zu checken. Guck mal. Wow. Also Einzelpreis sind jetzt knapp Euro. Sie kriegen noch ein zweites dazu geschenkt. One usually costs 5 euro.
Ja, da sind wir 4,97 und jetzt 2 für 5 Euro. Also das ist ja mal ein Mega-Deal, das kann man sagen. Greifen Sie hier zu. Egal, ob Sie Sport machen im Freien, ob Sie vielleicht auch Angler sehen, ob Sie nachts wandern, ob Sie Höhlen erforschen wollen, überall, wo man eben zusätzliches Licht braucht, ohne dass man die Hände belegen will, ja, ist das natürlich perfekt. Übrigens sind die Helligkeitsstufen in 3 Stück zuschaltbar. Also da sind insgesamt 7 LEDs drin, bis zu 30 Lumen Helligkeit. Und dann wird man eben auch, ja, erstens mal bei Nacht sieht man besser und man wird besser gesehen. Das halte ich in manchen Situationen für noch viel wichtiger. I love that it has a cushion right here on the inside. So when it hits your head, ist auch sehr komfortabel, ja, weil es schön gepolstert ist. Sehr auch gut für Leute, die haben Haustier, Hunde, das ist geil, sie gehen nachts, ja, super. Natürlich. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer NX9526 und die 569 und da sehen wir es. Es ist nochmal für 5 Euro sind es 2 dieser wunderbaren Stirnlampen und die passen auch wirklich durch die einstellbaren Halterungen auf jeden Kopf. Das können wir hier auch sagen. Ich kann mir das auch gut vorstellen beim Arbeiten, wenn du Zusatzlicht brauchst, dass du das einfach auf die Stirn nimmst. Gute Idee. Also da geht es natürlich sehr auch. Sehr gute Idee, Herr Jansen. Ich stimme Ihnen zu. Oh, bitte schön. Ein großes Geschenk. So, bitte schön. Das willst du mal vorlesen? Ach, guck mal, jetzt geht es wieder ganz clever auch weiter. Schau mal hier. Das ist ja... Nochmal mehrere Vergrößerungsmöglichkeiten. Frei, die Hände frei haben beim Arbeiten. Das ist und das ist aus unserem aktuellen Programm ein Bestseller. Und ich denke, wir verkaufen es für normal 15 Euro. Ja? Und jetzt für 10 Euro ist der Wahnsinn. Es ist natürlich eine Stirnlampe-Lupe, aber eben Lupe mit Vergrößerung. Und zwar haben wir da 4 verschiedene Vergrößerungsgläser dabei. Wow. 1,2, 1,8, 2,5, 3,5-fache Vergrößerung. Und somit kann man hier eine Vergrößerung mit dieser Stirnlupe von bis zu 8,5-fach erreichen. Und das ist eben bei vielen Arbeiten hilfreich. Man sieht sowas zum Beispiel auch bei Chirurgen, Handchirurgen oder bei Goldschmieden. Die haben ja auch immer solche Stirnlampen, Lupen eben auf der Stirn, um die Hände frei zu haben. Und genau das ist hier auch der Fall. Ja. Sollen wir aufsetzen? Ja, genau. Ja, klar. Ist passbar. Übrigens anpassbar auf jeden Kopf. Also das ist ein Stirnring, den man da jederzeit auf jeden Umfang einstellen kann. Sehr praktisch. Und jetzt oben noch ein Licht drin, zusätzliche Beleuchtung, Vergrößerung, das ist perfekt. Das sieht gut aus. Ja? Ja. Wow, ja. Wow, okay. Warte mal. Oh, wow, wenn ich jetzt meinen Schmuck angucke oder meine Nägel. Ja, für ich glaube, ich Nägel, brauche das ist eine Maniküre, cool. Du. Ja, yeah, this when is also good for doing your nails, Kristen. Look at your nails. Hui. Hui. Hui, no. Also die Damen denken an die Nägel. Ich würde jetzt gerade an feine elektrische Arbeiten, also Feinmechanik oder auch Lötarbeiten denken, wo man dann die Hände frei hat, wo man eben ganz klein filigran arbeiten muss. Man hat Beleuchtung, man hat Vergrößerung und ich muss sagen, es sieht auch cool aus bei Kristen. Das muss ich jetzt auch noch dazu machen. Und es ist ein unglaublich beliebtes Produkt aus unserem aktuellen Programm. Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt auf 10 Euro runter reduziert haben. Tja, weil Kristen hier ist und das gebührt einer tollen Show. Also für 10 Euro. 10 Euros for the set. Like for the whole set. Yeah. Yeah. 10 Euros. Crazy. Good, not bad. Amazing. Dann kann man besser arbeiten, ob es jetzt tatsächlich Nadeleinfädeln sein sollte oder Feinmechanik. Hier, wie Sie gerade sehen, auch hier im Computerzubehör, ne? Festplatten, Nägel natürlich auch für die Frauen vorne, die Lampe und alles immer schön adjustieren. Kopfgröße kann man adjustieren, wie Sie mögen. Dann haben Sie endlich die Freiheit zu arbeiten, ne? Ohne dass Sie irgendwie ein Lämpchen aufstellen oder auch sehr anstrengend. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer: PE1553 und die 569. Und weil wir jetzt vorhin bei den Damen waren, wir sehen, auch Damen interessieren sich für Elektrotechnik. Ja, aber ich könnte mir auch filigrane Näharbeiten mit dieser Brille gut vorstellen. Also aus dem aktuellen Programm, jetzt für Sie reduziert. Nein, und ich das bin ist gespannt. Für dich. Das ist für mich dann ein Spielzeug. Nein. Nein, okay. Kein aber etwas. Spiel. Wir gehen zu dir. Ja, Wir müssen was grillen, ja? Also du bist schon bereit für uns. Das ist natürlich toll. Bist du ein guter Grillmeister, ist jetzt hier ich die weiß nicht, ob ich gut bin, aber gerne. Du bist aber der gerne. Beste. Also ich schaue auch gerne beim Grillen zu. Ich schaue auch gerne beim Grillen zu, aber man braucht natürlich das richtige Grillbesteck. Und hier haben wir eine Zange, eine Gabel und einen Wender. Ja? Und ein Wender? Ja. Also ja. Also alle drei Sachen, oh mein Gott, rate mal, wie teuer, also wait, wie günstig. 5 Euro? Ja, exakt. 5 Euro. 5 Euro, richtig. Unglaublich, ne? What?
This one's actually pretty good material too. Ja, ist richtig. It's like pretty solid. Sie fragt, welches Material es ist. Echt Holz? Guck mal gleich mal, ein schöner Holzgriff jeweils. Und Edelstahl. Und Edelstahl. Rostweiß Edelstahl. Extra lange Griffe, damit man sich nicht verbrennt. Und es ist dreiteilig, wie man sieht. Ne? Richtig schön zum Wenden, zum Packen, zum Umdrehen. Also richtig, richtig cool. Du bist eigentlich Gewürzchen, hier Steak, Spieße, Frikadellen, Gemüse, egal was. Ja, egal alles. Was. Du bist hier wirklich bestens grundversorgt. Ja. Ein scharfes Messer hatten wir vorhin in der Sendung. Und jetzt ist ja Start, oder ist schon lange gestartet, die Grillsaison. Und dann ist sowas natürlich perfekt. So hängt man es am besten an den Grill. Ja, und dann nimmt man eben bei den Patties, den Wender oder auch beim Gemüse, ja, bei Steaks. Ja, würde ich, obwohl es viele sagen, da darf man nicht reinstechen, weil sonst Flüssigkeit verloren geht. Ich mache das aber gern eben mit der Gabel und dann der Wender natürlich für Würste oder Ralph, andere Sachen. Perfekt. This is how you know they're good tongs. If they can hold a shoe and solid. It's good time also, for food. Qualitätstest. This is a test. Perfect. Adriana Schuh. Okay, habe ich das jetzt alles. Das ist gut. Kann man auch das Schuhe grillen? Grillen würde ich die tatsächlich nicht. Das wäre schade. Das ist auch ein Test. Yeah, because there's tongs when you go like this, it's so, so weak. Ob es richtig greift. And this one's not. Der ist richtig stark von dem. Ja, ja, ja. Der kann greift Sie richtig gut. Test? Ja, stimmt. It's so es gibt ja auch welche, die nicht 100. so schön von der Qualität sind. They're good. Guter Test. Also ich finde es perfekt, auch die Materialien, Edelstahl, Holz, also edle Materialien. Den Grifftest von Kristen hat es auch bestanden. Und zwar, und jetzt ist das natürlich perfekt. Vielleicht auch als Mitbringsel, wenn man beim nächsten Mal zum Grillen eingeladen ist. Ja, weil ich glaube, über so ein schönes Grillbesteck freut sich jeder. Auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, für 5 Euro, da dürfen Sie auch mehr mal zugreifen. NX50, 70 Juni 569. Eine tolle Sendung, sehr, sehr vielseitig. Hier auch wirklich, das ist doch ein Wahnsinnspreis-Leistungsverhältnis. Wo kriegt man denn bitte noch, was ist es denn, 5 durch 3, Ralf? Rechne mal so. 1, 5 durch 3 ist 1,69. 1,69, 1,69, ja, siehst du? Wo kriegt man denn so hochwertiges Besteck für einen Grill für 1,69? Das Stück, Wahnsinn, oder? Fantastico. Bitte schön. Bitte schön. Danke schön. Bitte schön. Ich bin so lieb, oder? Uiuiui. You can never get enough of these. Also manchmal glaube ich, wir spinnen, ja? Wir spinnen. 128 GB. Das glaube ich auch. Das ist der Wahnsinn. So, es ist ein USB-Speicherstick. Nagelneu, TV-Neuheit bei uns mit 128 GB Volumen. Was? Und der kostet 10 Euro. Ich Nein. weiß, wir haben eine ganz, ganz günstige SD-Karte. 128 GB, die kostet 27 oder 25 Euro. Das habe ich schon als fantastisch günstig Aber angesehen. Jetzt. Aber so ein oh großes Speichervolumen für 10 Euro habe ich noch nie gesehen. Das, wow, stimmt. Das ist Wahnsinn. Also wer ein Backup mal wieder machen muss und er weiß, es ist überfällig, hier ist jetzt Ihre Lösung rein in die Tasten. Ja, rein in die Tasten und bestellen. 128 Gigs hast du gesagt. Mhm. Tolle, schnelle, also Leistung auch, ne? Beim Benutzen, das ist wichtig, dass man nicht dann ewig warten muss. Also sehr innovativ. PNY, tolle Markenqualität. Da dürfen Sie auch wieder mehrmal zugreifen. Ich glaube, wir haben da, ja, fünfmal darf man, oder? Ja, ich weiß nichts anderes, aber das ist natürlich Wahnsinn. Nagelneu bei uns und ein Datenspeicher für natürlich für Musik, für Videos, für Bilder, für Dokumente. Alles, was man eben von einem Rechner oder von einem Medium, sage ich mal, zum anderen Medium transportieren muss, ist das toll. Und wenn ich jetzt bedenke, jetzt gebe ich euch mal eine Rechenaufgabe, so ein Lied, also ein normales Lied hat eine MP3, hat ungefähr 3 MB. Ja? So, One wie viele Lieder song, passen da drauf? Ja, ihr dürft rechnen, jetzt sind Sie beschäftigt. Ich sage Ihnen ganz schnell, Bestellnummer. Die ZX4052 und die 569. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich bin mir ganz sicher, Sie auch noch nicht. 128 GB für 10 Euro, das ist wie vom anderen Stern. Ja, yeah, it's like super high quality, lots of lots of space. All our videos and very, very, very great price. Was würdest du darauf speichern? Downloading everything. What would you, what would you like? All our put videos. On there? Which data? Our videos. Yeah. I think it will be enough. For one card. We have so many videos. So viele Videos. Diana and I. Ja, da brauchst du viel Platz. Das stimmt. We need these. Ja, für ich glaube, Bilder, Videos. Unsere Zuschauer würden freuen, wenn sie so einen Stick mit euren Videos bekommen. And Ralph's karaoke videos. Oh ja. Yeah. Okay, ich sage Ihnen nochmal die Bestellnummer. Die ZX4052 und die 569 und natürlich den Preis nochmal, weil der so
unglaublich ist für 128 GB gerade mal 10 Euro. So, jetzt haben wir die erste Stunde vorbei unserer Welcome Back Party für Kristen. Sie denken dran, am Ende der Sendung, also nach 90 Minuten, wurde uns von der Redaktion versprochen, kommt ein Produkt zu einem Preis, wie er noch nie da war, also ganz am Schluss. Und alle anderen Produkte sind auf 5 oder 10 Euro für Sie runter reduziert. Es geht weiter. Ich bin gespannt, was wir als nächstes haben. Übrigens, Diana, die Kristen wird uns natürlich jetzt die nächsten Monate in vielen Sendungen wieder begleiten. Also es lohnt sich jeden Tag mal wieder reinzuschauen. Yay. Das ist auch sehr, sehr schön. Jetzt, wo der Sommer begonnen hat, it's perfect for summer start, right? It is. Because, weil man ist outdoor viel unterwegs. Wollte ich nicht mal sagen, was es ist. Vielleicht hat das der ein oder andere nicht erkannt. Also wenn wir eine ganz feine Powerbank, ja, mit ganz richtig schön stoßfest, auch Spritzwasser geschüttet, mit Solarpanel. Das heißt, man kann diese schöne Solar, also diese solarbetriebene Powerbank immer wieder mit Tageslicht aufladen, wenn man viel unterwegs ist. Also immer an den Rucksack hängen einfach und dann zack, ja, wird die parallel geladen. Und man hat zwei Ladebuchsen, hast du gesehen? Two possibilities to load it. Mm-hmm. Also, I love the grip on it. Ja, schöne Haptik auch, ne? Und es ist halt perfekt wirklich für Leute, die outdoor unterwegs sind, Camping, Wandern oder ähnliches, außen an Rucksack dran. Und ich glaube, Ersatzenergie brauchen wir alle in Form von einer Powerbank heutzutage, zumindest alle, die ein Smartphone besitzen. Und ich weiß auch natürlich, dass man für Powerbanks viel Geld ausgeben kann. Hier rein Solar geladen, ja, und 3000 mAh Kapazität. Das heißt, jedes handelsübliche Handy wird hiermit die Laufzeit verdoppelt. Ja, wow. Das kann man hier also sagen. Nochmal einmal vollladen. Und natürlich, es relädt sich ja wieder durch das Tageslicht. Das heißt, es ist ja da nicht leer, sondern wird wieder gefüllt übers Tageslicht. Und somit kannst du sogar meiner Meinung nach eine mehrtägige, mehrwöchige Survival-Tour durch die Wildnis machen, weil ja dein Powerbank immer wieder geladen wird. Und guck mal, siehst du dieses grüne Licht hier? Ja. Ja, das heißt, die Lampen laden gerade das Panel auf? Genau, also selbst künstliches Licht reicht aus, damit hier Energie aufgenommen jetzt wird. Das Wahnsinn. Ist wow. Also das ist wirklich auch einer meiner Favoriten. Ich mag das sehr gerne. Ich würde auch damit mich tatsächlich mehr wandern gehen. Mehr, also das inspiriert zum Wandern. That kind of inspires to go more outdoor and stuff, mm-hmm. No? Because I think so. It'd be great for hiking and stuff. Ja, ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Die NX1598 und die 569. Eine Taschenlampe ist auch noch mit dabei. Also das ist natürlich wirklich klasse für Camping, für Urlaub, für Freizeit. Eben als Ersatzenergie für alle Fälle. Und ich glaube, bei euch Damen ganz wichtig, weil ihr kriegt ja Schnappatmung, wenn mal euer Akku unter 20% fällt, oder? Das stimmt, ja. Ich sage jetzt mal alle Neuzeitmenschen. Wir brauchen halt immer diese Erreichbarkeit. Alle Neuzeitmenschen, da bin ich ein Altzeitmensch. Ja, okay, gut, Neandertaler. Aber wir müssen ja alle immer erreichbar sein, weil es sind ja unsichere Zeiten, die herrschen. Und wenn man nicht erreichbar ist, dann werden alle immer nervös und selber man wird auch nervös. Und so weiß man, man ist erreichbar. Ob jetzt hier auch mal hier eine Smart-Uhr können Sie mitladen, natürlich auch. Oder auch beim Reisen, die vielleicht elektronische Zahnbürste, E-Book-Reader, alles ist möglich. Ulalalala, hui. 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 So, in dem Minimum. Ja, hui. 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 Da kann ich auch nur Hui sagen. Oh, yes. Ja, oder yes. So, und was ist es? Es ist ein Kopfhörer der ganz besonderen Art. Das Neudeutsch heißt es Over-Ear-Headset. Wir sagen noch Kopfhörer dazu. Aber was ganz Besonderes. Der ist nämlich Bluetooth-fähig, also mit Ihren Mobilgeräten kabellos zu verbinden. Aber, und das ist das ganz Besondere, im Kopfhörer selber ist auch noch ein Media-Player und ein Radio. Das heißt, du kannst diesen Kopfhörer ganz ohne irgendwelche andere Geräte betreiben. Nein. Machst eine Micro-SD-Karte bis 64 GB rein. Oder auch Radio hören, ja, Akkubetrieb oder natürlich mit eurem Smartphone verbinden. Aber schön ist es, dass das dann kabellos geht. Ja, das ist super für Sport zum Beispiel. Wir machen übrigens mit Kristen viel Sport. Und ja, das ist gut, weil diese Kleinen, sie gehen immer raus. Ja, sie ist überhaupt nicht bequem und komfortabel. Und hier für 10 Euro, wir bekommen diese wunderschöne, tolle Kopfhörer, ja. Kristen, mm. Did you know, da sind auch Radio und du kannst als Media Player benutzen. It's also a radio integrated and a media player. So you have like, it's not just a headphone, it's mehr als Stereo, als Kopfhörer. Pretty cool.
Und was ich natürlich schön finde, wenn du mal deine Ruhe willst, so Over-Ear-Headsets, also über dem Ohr befindliche Kopfhörer, die haben ja auch eine Passive-Noise-Canceling. Ja. Das heißt, eigentlich Ruhe. Außengeräusche werden zum Großteil rausgefiltert und dann kann man eben mal in Ruhe seine Musik hören. Wer morgens im Berufsverkehr pendelt, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, egal ob Bus oder Bahn, ja, der weiß, wie wertvoll sowas sein kann, wenn man mal den Außengeräuschpegel abschalten kann. Ja, es ist auch sehr, sehr komfortabel, weil es super stylisch die Ohren so ummantelt werden und auch adjustierbar oben das Kopfteil auch wieder gepolstert. Richtig comfortable, right? It's properly comfortable. Perfect. What was that? Very comfortable. Sehr it is comfortable. It adjusts here. I love that it has the cushion on the top. Ja, Polster. It also has the cushion on the ears. Polster innen. Und anpassbar an jede Kopfgröße. Und it actually tones out the sound. Noise cancelling. Yeah. Yeah. Und so when you're talking, I'm like, huh? Das Schöne ist, so ein Kopfhörer spielt jede Musikrichtung ab, egal was man gerne hört. Das ist den Kopfhörer nämlich egal. Die Bestellnummer, die ZX1782 und die 569. Und was ist denn deine Lieblingsmusik, Danny? Ich glaube, du hast mehr so bist so im Hip-Hop-Bereich. Ich bin ganz versiert, was Musik angeht. Außer Hardrock mag ich eigentlich fast alles. Auch so, ich weiß, dass Kristen Country mag und ich mag Hip-Hop. Chris mag Country-Musik. Country-Musik, ja. Always Country. Country first. Ja. Ralph knows. Remembers. Ralph kennt Kristens Musikgeschmack. Die haben schon zusammen Karaoke gesungen. Kleiner Insider. Ja. So, wir gehen weiter mit. Das habe ich. So, Kristen, wofür würdest du diese kleine Kühltasche benutzen? What would for you use this little cooling bag for? I use it all the every day. I know, for lunch. Yes. Die Kantine. Sie kennen das. Yes. Diana nutzt es täglich für Mittag. Also das müssen wir noch mal sagen, das sind wirklich snacks. Kühltaschen. Die sind nämlich isoliert. For das heißt, candies. Kühles bleibt kühl, candy. Warmes bleibt warm. Aber wichtig ist, und das ist für euch auch nochmal wichtig, es ist ein Zweier-Set für 5 Euro. Zwei dieser Kühltaschen. Das ist ja unglaublich. Two bags for 5 euros. Two of them for 5. I would probably have one. I mean, you used one for a friend, one for yourself. One for my dog, one for myself. Oh, ja, es ist ein Zweier-Set, damit sie auch mehrmals zugreifen, damit sie für ihre Freunde, für sich, für ihren Hund. Aber was, wir haben eine Geschichte, nämlich Kristen hat ihre Schokoladen aus dem Flugzeug mitgenommen und in ihre Pullitasche gesteckt. Oh. Ja, die hättest du lieber hier reinstecken sollen. Die kam natürlich als Fondue an. Remember the chocolate story when you got off the plane and it was all in your sweater? Oh my gosh, yes. It was melted all into my white überall sweater. Geschmolzen. Oh mein Gott. Ich sehe noch ganz andere Anwendungen. Jetzt gibt es ja viele Leute, die unterwegs sind und vielleicht Medikamente mitnehmen müssen. Oh, die ja. dürfen ja auch nicht so heiß werden. Ja. Die macht man da rein. Oder bei euch Damen, eure Schminkutensilien im Sommer in der Handtasche. Creme, ja. Also so ein Lippenstift könnte ich mir vorstellen. Da schmilzt doch auch, oder? Das stimmt, ja. Hier rein, da passiert das nicht. Das stimmt. Ja, der Mensch. Frauenversteher Ralf, schauen wir mal zusammen auf Pearl.de, um den Einzelpreis dieser schönen Kühltasche anzugucken. Schauen Sie mal, eine dieser schönen Täschchen kostet 5 Euro. Das sehe ich auch genauso. Wir schenken Ihnen heute das zweite dazu. Das schön? Ist super. So 2 for 1 again. Also du hast Not wirklich bad. Eine tolle Sie Sendung, bringt Kristen. Jeden Tag Schokolade jetzt zu uns. Und ja, jetzt das ist Sommer schon da. Heute war 27 Grad. Und ich glaube, in Zukunft, sie braucht diese Tasche auch. Ja, mit Sicherheit. Bei den Temperaturen, wenn man etwas kühl halten will. Übrigens, wir sehen, die ist mini, also handlich, hat aber trotzdem 2,5 Liter Volumen. Da passt also einiges an Süßigkeiten rein, an Medikamenten, an Schminkutensilien oder auch an anderen Ice Sachen, Cream. Die eben kühl, ja, auch nur Eis, weil das kühl bleiben soll. Also ich finde das toll, dass es sowas in diesem Format gibt. Zweier-Set, 5 Euro. Und das gibt es meiner Meinung nach nur hier bei uns, eben bei der Welcome Back Kristen Party. Ja, die Bestellnummer ist die NX1939 und die 569. Fantastico. Ja, ein Zweier-Set. Look, Kristen ist jetzt endlich richtig aufgetaut. Das Jetlag schwindet langsam. Your Jetlag's getting better, right? Oh, yes. Sehr schön, sehr schön. Ja, ob Früchte, ob jetzt Schokolade, auf jeden Fall Lebensmittel oder eben auch Medikamente kühlen, damit sie länger haltbar sind und nicht gleich hier ne, Problematik gibt. Wie bei Kristen, sie hat ihre Schokoladen in den Pulli gesteckt. Schokolade. Die kam natürlich geschmolzen an und der Pulli war ein bisschen eiksaut, gell? Ja, aber schön, dass du da bist, Kristen. Wir machen weiter und was bringt uns Diana? Was hast du da? Ja, etwas. Etwas. Für
Bagger sitzt zum Beispiel. Oh, süß. Blau-weiß. Ich glaube, ich weiß, was es ist, aber bevor ich was... Ja, jetzt sehe ich es auch. Es ist ein wunderschöner Sonnenschirm und den haben wir jetzt für 10 Euro. Ein Sonnenschirm für 10 Euro, das ist ja jetzt ein Saisonprodukt, da können wir das auf jeden Fall holen. Zweiteilig natürlich. Wir haben den Standfuß, ja, den wow. kann man auch noch, hat einen kleinen Erdspieß dran. Guck mal, wir dran. Zeigen oh, jetzt. So cute. Ja, das ist, wir gehen, komm hier. Ach so, so kann man den natürlich auch verwenden. Ach, praktisch stimmt, wie so eine Insel, oder also wie so eine Muschel auch. Dazu, ja? So eine Streichmuschel. Das ist natürlich, oder einfach in den Boden stecken, kommt natürlich auf die Richtung an, aus der die Sonne kommt. Aber ich finde die modisch unglaublich schön. Ist doch cool. Guck mal, wir haben die Jungen vorne und die Alten hinten. So, Mutti und Papa, das ist für Kinder und Kinder. Opa und Mama und hier die zwei Kinder. Ja, aber das ist natürlich das ist schön. Parents, also ich finde das klasse. Ein Sonnenschirm für 10 Euro, da zahlst du doch normalerweise für Sonnenschirme 20, 30, 40 Euro, oder? Der ist auch so schön fröhlich, ne? Blau-weiß, so ein bisschen an Griechenland angelandt. Ich mag das Land auch, finde ich süß. Hier UV-billig bei 20 Euro, aber blau-weiß ist auch sehr französisch vom Look, sehr modisch. Ganz, ganz süß hier. Kommt in zwei Teilen, aber die Stange unten reinschieben und dann einfach in Gras reinschubsen, ne, in den Rasen oder einfach hinlegen. Ich finde eure Idee voll süß, Diana. Ich finde es total schön. Und was ich jetzt süß finde, ist, dass du bei blau-weiß an Griechenland und an was denkst. Ich muss an Feta-Käse denken. Das ist bayerisch, Mensch. Ach, das ist bayerischer Schirm. Ja, aber das sieht überall gut aus, da bin ich mir sicher. Auch auf dem Balkon. Einfach anzubringen, vielleicht mit dem Kabelbinder ans Geländer, weil der Sommer wird heiß werden, da bin ich mir sicher. Und man braucht überall, wo es möglich ist, einen Schatten. Und so ein Sonnenschirm ist da natürlich perfekt dafür. Und du hast jetzt auch einen Schatten. Ich habe jetzt auch einen Schatten. Ja, Schatten. Ah, das ist aber sehr angenehm. Ja, ich sag jetzt immer, hast du einen Schatten, gucke hier. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Die NX6974 und die 569. Und ich höre gerade unsere Deko-Leuchten. Die sind schon sehr stark nachgefragt. Oh, guck mal, zum Beispiel, wie süß das aussieht. Der Jürgen hat zugegriffen, unter anderem einer von vielen. Machen Sie es auch, greifen Sie schnell zu, wenn Ihnen was gefällt. Und wenn Sie jetzt einen Teil unserer 90 Minuten verpasst haben, dann können Sie alle Produkte nochmal nachlesen unter pearl.tv. Die Preise gelten, solange der Vorrat reicht und bis maximal 2 Stunden nach dieser Sendung. Also wenn Ihnen was gefällt, bitte schnell sein, dann gibt es gar kein Risiko, dass Sie noch eins bekommen. Dann sind Sie eben bei den Schnäppchen dabei. Und nächstes Schnäppchen ist schon unterwegs. Zack, wow, fliegender Wechsel hier. Sehr, sehr süß. Ich finde das, der war echt sehr charmant, dieser kleine Schirm. So klein war der auch gar nicht, gell? Pretty cute, very cute. Ich weiß erstmal gar nicht, was das ist. So, dann sage ich es dir. Ein Display-Reparaturset für Smartphone, Tablet, PC und Handy. Das würde sogar bei meinem Handy zu spät kommen. Aber ich denke, das ist, wenn man so, wie so, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wie so ein Steinschlag an der Fensterscheibe, aber halt eine kleine Macke am Handy. Das habe ich jetzt mal so rein intuitiv daher gesagt. Jetzt, du kennst, also ich könnte mir das vorstellen. Es gibt doch für Autoscheiben, da kennen wir alle diese schnelle Reparatursets, das Lied dazu von der einen Firma kennen wir auch alle. Aber wenn ich jetzt da sehe, was alles dabei ist, stelle ich mir das ganz ähnlich vor. Und was bei einer Fensterscheibe funktioniert, also bei einer Autofrontscheibe, das müsste ja eigentlich auch da funktionieren. Es ist auf jeden Fall ein Set. Ich denke mal, die Technologie ist ganz ähnlich. Ja, hier füllt und versiegelt Risse, Sprünge, Abplatzer und Kratzer im Glasdisplay, hemmt die Ausbreitung vorhandener Risse und glättet die Display-Oberfläche. Ja, das sind nur mal 3 Punkte, aber das finde ich toll, dass es sowas auch gibt. Ja? Und jetzt für 5 Euro. Weißt du, was normalerweise so eine Display-Reparatur kostet? Ja, ich habe jetzt gerade nachgefragt. 100 Euro. Ach ja, bei dir ist es ja gerade kaputt. Ich habe gerade ein Spider-Filter und ich werde jetzt einfach ein neues Handy nehmen, das ist einfacher. Aber das ist wirklich einfach, wenn Sie hier zugucken, dann ist es auch so ein bisschen, wie nennt man das, versiegelt einfach auch, ne? Dadurch so ein bisschen geschützt auch. Also wenn Sie eine Macke dran haben, die nicht allzu groß ist oder ein Kratzer, Abplatzer, das können Sie hiermit dann reparieren. Das hemmt auch die Ausbreitung von vorhandenen Rissen, also ganz, ganz clever. Und es glättet die Oberfläche, ist richtig schon mal sauber. Und Sie haben das komplette Set hier, Sie brauchen nichts dazukommen. Einfach mal gucken, habe ich da Unebenheiten, Ratscher, Kratzer und dann haben sie es wirklich günstig repariert. Ui, meins ja kostet jetzt 100 Euro, deswegen ich hole mir jetzt ein neues Handy.
bringt ja nichts. Also es ist wichtig, es sind wirklich keine weiteren Werkzeuge nötig. Es ist alles dabei, was man braucht, um ein kaputtes Display zu reparieren. Und dabei ist die Marke des Smartphones oder des Tablets komplett egal. Die arbeiten eigentlich alle mit den gleichen Glasoberflächen. Und einfach das mal versuchen, bevor man Hunderte von Euro ausgibt für eine Display-Reparatur, das ist natürlich perfekt. Diana, hast du schon mal dein Handy kaputt gemacht? Ja, nicht einmal. Und ich habe für mein Display 120 Euro bezahlt. Okay? Ja. Nicht 5 Euro für diesen Set. 120, weil Wahnsinn. Ich war nicht so clever. Ja. Aber jetzt kenne ich. 85 oder 569 ist Ihre Bestellnummer zu diesem. Gucken Sie mal, wie viele Teile sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also wirklich wahnsinnig. Da können Sie wirklich mal gucken. Kleine Kratzer und Macken schaffen Sie so noch auszugleichen und muss man nicht direkt reparieren. Das ist ja wirklich teuer. So, Diana, was gibt's als nächstes? What do you think is in there? Was denkst du, dass drin ist? Oi. Guess. Komm. Toys, Spielzeug. Ooh. Decor. 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 Lights, bubbles, action. Sehr schön. Perfection. Okay, es gibt eine Lichterkette, Deko. Wow. Oh, das ist so schön und romantisch. Wo würdest du die hinhängen? Where would you put that, Kristen? Where would I put this? Yeah. Oh, I would hang it in my room. In your room? That's across my thing. Or I'd hang it on my balcony. Yes. Also, Balkon. Das hat diese Solarpaneele. Ah, das und Solarpaneele. Super für draußen, ja. Super schön. Wie viele haben wir denn von den schönen Lightbulbs? Also von ich löse Bierchen? Es mal auf. Es ist wirklich, es sind 20 LEDs und 3,8 Meter lang. Und ihr habt es richtig gesehen, Solarpanel. Das kannst du also überall ohne irgendwelche Installation eben aufhängen und dann eben auch blinken oder leuchten lassen. Ja. Cool. Also zwei Modus. Sieht fantastisch aus. Wie viele Stück haben wir? 20. 20 Stück. Also das ist unglaublich. Ich glaube, das macht diese romantische Stimmung auf dem Balkon. Bisschen Urlaub, Laune. Super. Und für 10 Euro, das ist Wahnsinn. Das ist richtig schön. That's not bad. That's not bad. That's good. No, I've seen some like this that are way more in the US. Ja, ja, ja. Normalerweise zahlt man dafür viel mehr. Das stimmt. Und das ist Batteriebetrieb, also keine Batterie, das braucht, das kann immer auf der Sonne laden. Also ich finde das cool. Sie sparen so viel Geld. Echt? Ja, du hast auch keine Sorgen. Du musst keine Batterien nachrüsten. Du musst kein Kabel irgendwie verbinden. Das ist per Solar. Das ist kein Glas. Like that is LED. Das ist auch gut. Ja, mit Solar ist richtig schön. Stabil, ja. Das ist kein Glas, also nicht kaputt. Das wird nicht kaputt. Also ich glaube, das ist super Deko. Ja, und es ist halt auch Nostalgie. Glühbirnen, die Zeit ist lange rum, aber hier lebt sie wieder auf, natürlich mit moderner LED-Technik. Aber das ist natürlich schön. Ich kann mir das natürlich auch klasse vorstellen. Grillparty, Gartendekoration von einem Baum zum anderen, weil mit knapp 4 Metern Länge ist das problemlos möglich. Die Bestellnummer ist die NC 3965 und die 56920 dieser Lichter, dieser wirklich nachgemachten hier Glühbirnen für 10 Euro ist der Wahnsinn. Und auch an dieser Stelle auch mal lieben Gruß an all unsere Neukunden, unter anderem und hat der Andreas heute zum ersten Mal bei uns bestellt. Ist mit dem Messerset mit Sicherheit bestens bedient. Und ich hoffe, Andreas, dass auch Sie uns demnächst immer mal wieder zuschalten und zuschauen, weil es sind immer wieder Riesenschnäppchen bei uns im Programm. Und das gilt mit Sicherheit auch fürs nächste Produkt. Hast du ein Lieblingsprodukt bisher? What was your favorite product so far in the show? Oh. Okay. I guess it's gonna be her. Das wird das nächste, das wird die Lieblingsprodukte werden. Okay, gute Antwort. Ah, das ist perfekt. Also das ist Zweier-Set. Ein Zweier-Set? Ja. Entwirrende Haarbürste, geeignet für jeden Haartyp. Und das ist ein Zweier-Set für 5 Euro. Normalerweise eine Bürste, wie solche Bürste. 40, 50 Euro mindestens. Echt? Ich kenne das. Wahnsinn. Und hier zwei Set für 5 Euro. Das ist Wahnsinn. Ich liebe diese Bürste. Also das ist richtig schön im Gebrauch. Do you like using it? What's particular about it? I do like it. Was ist besonders über die Bürste? I like that it fits in your hand very easily. Ach, schön ergonomisch in der Hand, ja? Mm-hmm.
And I think it's easy for traveling, it's light. Auch zum Reisen gut, weil es leicht ist, ja, und es entwirrt But eben. I think for somebody who has thick hair like Diana and myself, it still works. Für dicke Haare ist besonders gut, weil es richtig schön entwirrt. Also schauen Sie sie an, frisch angekommen, frisch gebürstet, gestriegelt, alles perfekt. Jetzt muss ich mal fragen, weil ich habe keine langen Haare, aber man sieht das oftmals bei kleinen Mädchen, also bei jungen Damen, wenn die Haare gebürstet kriegen, wie sie anfangen zu heulen, weil das ja immer zieht. Das ist mit den Bürsten nicht mehr so? Nein, das passiert nicht. Und wenn zum Beispiel auch viele Kinder haben diese Lockerchen, das geht so schlecht und das tut weh, dass es überhaupt keinen Spaß macht. Aber mit dieser Bürste, das geht sehr, sehr leicht. Und ja, ich kann sagen, das sieht super aus. Das für Mama und für Tochter zum Beispiel. Oh, super süße Geschenkidee. You wanna be my mama? Guckst du dir an, die beiden. Rapunzel. Also wir haben hier ein süßes Zweier-Set für Sie. Für nur 5 Euro zwei Entwirrungsbürsten. Löst schnell, sanft und mühelos verknotetes Haar. Ja, bei Kleinen natürlich ganz, ganz wichtig. Und sogar trocken und nass im Einsatz, gar kein Problem. Abwechselnde Reihen mit Hoch- und Tiefborsten. Daher ist also das Besondere daran. Und wir haben so einen abgerundeten Bürstenkopf, also jemals zweimal. Es ist wirklich schonend und bequem, auch fürs Handgelenk. Also ergonomische, schöne Sache für 5 Euro. Ein Zweiset. Wow, guck dir mal die Haare. You have the most beautiful hair. Tolle Haare, Kristen, ne? Wow, und du hast Diana. Wow. NX8842 und die 569 ist Ihre Bestellnummer zu diesem wunderbaren Zweier-Set. Endlich entwirrte Haare, egal ob lockig, robust, starke Haare, feine Haare, aber vor allen Dingen viele, viele Haare, die gerne richtig sich verknoten. Da kommen sie wirklich gut mit durch. Ja, Bestellnummer habe ich gesagt. Preis 5 Euro. Ich würde am besten mehrmals zugreifen. I would get definitely one set, but several sets would be better, no? Yeah. I'll give it to my friend. To your friend, no? Und endlich ist ein Kind. Für dich halt, nur für dich immer. Ja. Wow. Das ist ein absolutes Highlight. Ich darf auch eins weitergeben. Das ist ein Hubschrauber. Kristen, also hier dürfen Sie nur einmal Hersteller zugreifen, weil es ein Highlight. Gerade sehe ich, was für ein cooles Finale. 12,50 Euro kostet es heute für Sie. Ein mega Spielkorb, ein ferngesteuerter 3,5-Kanal-Mini-Hubschrauber mit 3 Rotoren und Gyroskop. Spielkinder, aufgepasst. Tu ich gerade ein bisschen schwer. Ich finde den Anschalter. Doch, da unten ist der Anschalter. Siehst du, das ist immer das Schwierigste. Sehr professionell. Anschalten. Und Achtung, jetzt müsste ich ihn angeschaltet haben. Und jetzt schauen wir mal, ob ich ihn gleich zum Fliegen bekomme. Wenn ich, also hier nochmal einschalten. Oder wir haben jetzt natürlich auch die Fernbedienungen verwechselt. Also, das kann auch sein. Gucken wir mal. Aber das ist wunderbarer Hubschrauber mit Fernbedienung. Und sowas jetzt für 12,50 Euro. Okay, das ist für mich der Wahnsinn. Ja. Also, wir gucken mal auf pearl.de und schauen mal, was Sie denn jetzt hier sparen. Also auf pearl.de kostet die knapp 23 Euro. Wow, wir halbieren hier einfach mal eiskalt den pearl.de-Preis für Sie. Und es ist eine Riesen-Gaudi. Wer das kennt, ne, so ein Helikopter fliegen, der weiß, wie auf einmal die Zeit verfliegt, wie man grinst und man produziert Endorphine, weil es einfach eine Riesen-Gaudi ist. Schon allein diese Fernbedienung, die ist richtig cool. Schauen Sie sich die mal an, ne, wie die aussieht. Mega cool. Ist auch richtig groß, das muss man jetzt auch mal sagen. Das ist nicht, also für 12,50 Euro hätte ich jetzt so einen Däumling erwartet. Ja. Der ist richtig groß, so ein halber Unterarm, ja. Und Fernbedienung dabei. Schau mal, Reichweite noch da. Das dürften auch 50, 60 Meter sein. Ich also das macht für, richtig, warte mal, 50 Minuten sogar. Richtig Spaß hier, sowas, ja. Und ich muss jetzt noch die Bedienungsanleitung lesen, weil sollten Sie auch tun, wie man ihn zum ersten Mal startet, dann weiß man es und dann ist es problemlos. Oh, jetzt, guck mal, vor lauter Reden. Jetzt, ich habe die richtige Taste gefunden. Warte mal, jetzt will ich ihn aber hinstellen. Und jetzt, Achtung. 10 Meter Reichweite. Jetzt geht er rund. Wow. Also Ralf, gib dir mal ein bisschen Mühe. Ja, ein bisschen üben muss man halt. Aber ist auch nicht schlimm, weil der ist richtig robust, ne?
Ja, der ist sehr robust, muss er auch sein, aber das macht natürlich Spaß, ja. Und für klein und groß. Ein bisschen aufpassen beim Anfang. Für klein und groß. Das ist so eine Fingerspitzensache. Na, jetzt muss er sich wieder verbinden, machen wir aber nachher. Ich werde auf jeden Fall nochmal üben. Also für 12,50 Euro einen Hubschrauber habe ich noch nie gesehen. Wahnsinn, 10 Meter Reichweite und eine coole LED-Beleuchtung hat er auch noch. Den können Sie immer wieder aufladen und hier die Fernbedienung mit 4 Batterien einfach reinstecken. Also wirklich cool. 10 Meter Reichweite und dann können Sie endlich mal, das ist doch auch ein schönes Einstiegsgeschenk. So, wenn jemand, ja, ich möchte Quadrocopter, erstmal gucken, ja, ob du das wirklich möchtest, ob du das kannst, ob es so viel Freude bringt. 12,50, das oder? Ist super, ja. Und ich glaube auch für Enkelkinder, ja, das ist ein gutes Geschenk und das für zum Beispiel Oma oder Opa können mit Kindern Spaß haben gleichzeitig. Das ist super, macht Spaß. Kristen used to fly that all the time in Labeshows. Sie hat die andauernd ist sie geflogen, yeah, mit Helikopters. Do you miss it or where would you fly? Would you go like outside or in the studio? You can go both. Inside too. Both. Just fly. Oh yeah, I would even do it in my mom's car. Outside after. I'd probably drive it and like follow her around the house. Yeah. Einfach überall like in Einsatz bringen, ob drinnen oder draußen, da kann ja nicht viel passieren. I would, you know what I would do? Huh? I would put a little note in here and then drive it to another room, lay it down. Oh, Nachrichten überbringen von einem Zimmer ins nächste. Oh, gute Idee, das müssen wir mal machen hier. Von Maske nach dem Herrenmaske. Do it from our dressing room to Ralph. Bitte bring uns Wasser zu Regie. Ja, einfach mal Nachrichten per Helikopter verteilen. Also, das ist ja schön, eine coole Idee. Modellflugzeug, das ist ja auch ein Hubschrauber, ist ja auch ein Zeug, das fliegt. Ja. Für 12,50 Euro probieren Sie es einfach mal aus. Sie bekommen die Bedienungsanleitung, Sie werden sofort starten können. Ich sehe auch, und das finde ich auch nochmal außergewöhnlich, wir können den den Helikopter auch an der Fernbedienung direkt wieder aufladen. Ja. Das ist das Ladekabel. Das heißt, wenn der Akku mal zur Neige ist, wird er einfach an der Fernbedienung, die mit Doppel-A-Batterien betrieben, genau, wird wieder aufgeladen. Also das ist perfekt. Hier gibt es eine Tastenkombination, die ich jetzt hier nicht ersehen kann, um den zu starten. Ich habe es vorhin zufällig geschafft, aber Sie haben die Bedienungsanleitung. Sie werden sofort lesen können, wie die Tastenkombination ist. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei Ihrem ersten Flug. Gehen Sie auch raus in den Garten, machen Sie das nicht das im Studio. Das war das letzte Studio. Produkt. Aber es ist natürlich phänomenal, sowas für 12,50 Euro zu bekommen. Vielen Dank für diese schöne Sendung, Kristen. Schön, dass du zurück bist. Yeah. Good to have you back, Kristen. What a great It's show. It's good to be back. Thank you for having me. Yes. I missed you guys. We Wir haben dich auch you. Vermisst. NX96, 22 und die 569 ist die Bestellnummer zu Ihrem Helikopter hier. Und dann einfach jetzt schnell bestellen, Produkte aussuchen und dann viel Spaß damit. Das war sie auch schon, unsere Kristen. Welcome back, Show. Good She's to have you back. Back. Schön, dass sie da ist. Jetzt wird sie öfters wieder erscheinen. Seien Sie gespannt und ganz viel Spaß. Und vielen lieben Dank. Hast du schön gemacht. Viel Spaß. Tschüss. Wir sehen uns.